Hallo Phil. Hallo Azrael. Hallo Lennart. Ist das über den Gameboy-Player die Gameboy-Player die Kamera? Nee. Sieht nur so aus. Das ist ganz normal meine Kamera. Ich bin pünktlich. Deine Uhr geht nur falsch. Stand ich auch da? Standest du da? Ah ja, aber dein Vorname, glaube ich. Hallo Lucy. Hallo Vision. Hallo Salad. Hallo Mark. Hallo Marco. Warum ich Vogel? Blöde Frage, aber gingen eure Sounds wieder nicht? Deiner ging? Okay. Wunderschön. Ich bin Ash. Pikachu, los. Deiner ging nicht? Doch, deinen habe ich gehört. Ich habe Markus aber nicht gehört. Die Musik war zu laut. Als ob die Musik laut ist. Hallo Hannes. Hallo MLG LOL. Hallo Deminator. Ist das doof? Ich find's lustig. Ich spiele jetzt so, aber ihr seht nur mein Gesicht dabei, okay? Wer braucht schon Gameplay? Du fehlst? Wie du fehlst? Wenn du da dabei bist, dann fehlst du nicht. Wenn du nicht da dabei bist, dann fehlst du auch nicht, weil du dann da nicht dabei bist. Bei Patreon fehle ich. Hä, nein! Da steht... Nicht Phil. Stimmt. Beschwert ihr euch jetzt, dass ihr da nicht steht? Oh mein Gott. Ich muss diese Liste per Hand schreiben. Ist das etwa ein Startscreen? Nein. Hallo Benno. Hallo Candy Mountain. Ist das schon live oder voraufgenommen? Du sagst, du fehlst. Ich glaube nicht, dass Trick fehlt. Wer kennt dieses Lied, was gerade läuft? Shrek, du fehlst nicht, denn du bist... ich will nicht sagen, warum, weil es klingt so blöd, aber du bist halt kein Mega-Mindling Stufe 2, deswegen bist du da nicht auf der Liste. Aber fehlt tatsächlich. Warum? Aber wieso fehle ich? Mimi. Der Streamer hat vergessen, meinen Namen aufzuschreiben. Alter, Klappe. Bin ja schon dabei. So. Was ist nochmal der Unterschied zwischen Origin und Living Decks? Das sind alles keine offiziellen Begriffe, das sind einfach nur Begriffe, die wir einfach gegeben haben. Deswegen, das kannst du alles nennen, wie du möchtest. Aber Living Decks ist, wenn du jedes einzelne Pokémon hast, das existiert. Und Origin Decks ist, wenn du jedes Pokémon gefangen hast aus der Gen, in der es das erste Mal vorkam. Hallo Jo, hallo Angel. MLG LOL, dankeschön für deinen Prime. Dankeschön. Hallo Thorax. Gibt es bei dir eigentlich auch Sommer- und Winterzeit oder bleibt die immer gleich? Nee, die haben hier auch diese Winter- und Sommerzeit, wie Vollidioten.
happens, du bist ein Papagei. Anne, du bist ein Fossil. Hannes, du bist ein Unterwasserbombe. Hallo Itako. Hallo, hallo, hallo. Ihr habt so viele Zettel. Ich kann nicht anfangen. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade weiterspielen muss, ehrlich gesagt. Ich muss gleich mal rausfinden. Ich brauche gleich euer Wissen. Ist JJ hier? Ich brauche JJs Wissen. Wo ich als nächstes hin muss. Ich habe nämlich total vergessen, was ich gerade gemacht habe. Ich meine, wenn man das Spiel neu startet, steht da, was man gemacht hat. Vielleicht muss ich nochmal neu starten, um zu schauen, was da steht. Kommt heute das Celebi? Achso. Marco, du bist ein Zorua. Itako, du bist ein Foikoko. Mariko, du bist ein Kapu. Thorax, du bist ein Regieliki. Shrik, du bist ein Quapse. JJ, du bist ein Flatiamo. Und vielen Dank, Itako. Itako, dabei wollte ich doch nur einen Monat subben. Sagst du nach 14 Monaten? Das war das gelbe Kapu. Shiny Pikachu Hand. Was? Was ist schon heute wieder los mit euch? Schreibt doch, seid doch mal normal. Wo ist jetzt dieses Tagebuch? Kann ich das Tagebuch hier finden? Nee, oder? Ich muss. Das Spiel neu starten, oder? Oder gibt's ein Tagebuch im Beutel? Oh! Trostu. 2. Januar habe ich das letzte Mal gespielt. In Weideburg angekommen. Marinus von Weideburg Arena besiegt. Prachtsee abgereist, nach Trostu geflogen. Rüpel besiegt bei Kühnheitsufer. Das heißt, ich bin diesem einen Typen gefolgt, oder? Nach Trostu geflogen. Rüpel besiegt bei Kühnheitsufer. Ich bin diesem einen dummen Rüpel da gefolgt. Und dann habe ich den besiegt. Was hier war. Genau. Und dann, wenn man den besiegt hat, muss ich jetzt Stärke holen. Genau, ich gehe in die Stadt hier, Fledburg. Fahr dann hier hoch. Das Riolo-Ei muss ich nicht holen, aber ich muss mir Stärke holen da. Und dann kann ich hier hin nach Elissus. Moment, warum war ich noch nicht in Elissus? Muss ich nicht zuerst nach Elissus? Habe ich nicht die Medizin für die Entons gekriegt? Spielst du auf dem Emulator? Nope. Sicher, dass ich nicht die Medizin... Oh Gott. Mein Problem ist, ich habe niemanden besiegt in diesem Spiel. Ich bin jedem aus dem Weg gegangen. Da muss ich erst wieder dran denken. Kann ich nicht... Habe ich nicht die Medizin von... Kann ich nicht hoch zu Elissus und da Oma reden? Ich kann schwören. Ich bringe halt durcheinander, wo ich bin, weil ich jetzt das Spiel schon dreimal durchgespielt habe in Diamant und Perle und Platin. Ich glaube, ich verwechsel das mit den anderen Spielen, da ich das da gemacht habe. Meine Pokémon sind eh viel zu stark. Wenn du Medizin von Cynthia hast, dann hoch zu Anton. Aber die Medizin kriege ich erst, wenn ich in Elissus war, oder?
Du hättest gerne den Zettel von Kapu Kime? Ne, das war das Gelbe. Was ist das Gelbe? Kapu Falla. Ne, Kapu Toro. Kapu Toro, Kapu Falla, Kapu Kime. Kapu... Wie heißt das normale Kapu? Das Standard Kapu. Kapu Riko? Kapu Riki, genau, es war Kapu Riki. Heute Morgen auf die Shiny hat Videos von dir gestoßen, gerade mit Gen 2 Origin Dex Video und wollte mal mittendrin Sub da lassen und bist einfach seit 11 Minuten on, lol. Enedra, hallo, freut mich. Freut mich, dankeschön fürs Anschauen und hier reinschauen. Du kennst das doch, man abonniert was und dann vergisst man es. Tatsächlich kenne ich das nicht. Weil ich nirgendwo ein Abo habe, wo ich nicht will. Ich habe erst letztes wieder bin ich alles durchgegangen, um zu schauen, wo ich irgendwas saven kann. Weil manchmal kann man, zum Beispiel bei Adobe, kann ich mein Abo kündigen. Und während ich kündige, sagen die, hey, willst du nicht doch nicht? Hier ist 50% Rabatt und dann spare ich Geld. Oder aber was ich immer noch machen muss, ist... Geheimtrank, hier. Eben, ich hab das gekriegt von der. Problem ist, ich habe nur kein Aufwirbeln. Wie heißt es? Das heißt, entweder versuche ich das jetzt hier blind. Oder ich suche mir Auflockern. Auflockern war... Warte, ich weiß doch, wo es Auflockern gibt. Auflockern gibt's im Moor. Hey Muck. Hallo Reck. Okay, soll ich hier blind durch oder soll ich Auflockern holen? Aber wenn ich Auflockern hole, muss ich extra noch ein Pokémon holen, das Auflockern lernen kann, weil ich bringe sicher meinem Staraptor nicht Auflockern bei. Wobei Auflockern ist eigentlich sogar eine relativ starke Attacke. Finde ich locker blind durch. Hast du neue Filme für mich? Nee, ich habe zurzeit null irgendwas gemacht. Ich habe einen Film habe ich geguckt, aber ich weiß nicht, ob ich den empfehlen kann. Horse Girl auf Netflix habe ich geguckt. Horse Girl mit, wie heißt sie? Die aus Community. Der ist ein bisschen weird, der ist nicht so gut, aber interessant. Ne, ich habe zurzeit nichts geguckt. Ich bin, keine Ahnung, das Wochenende war auch doof. Ich wollte so viel machen, habe nichts geschafft, weil ich mich nicht kaum bewegen kann. Nervig. Und dann, ich wollte eigentlich am Samstag streamen, Majora's Mask. Schon alles angehabt und dann starte ich das Spiel und mein Save State ist weg. Komplett weg. Mein ganzer Majora's Mask Save ist weg. Dann hatte ich keinen Bock, weil ich wollte Majora's Mask spielen. Aber ich wollte sicher nicht wieder von vorne anfangen. Du schaust zurzeit Grey's Anatomy. Wie geht's deinem Schuss? Schlecht. Es wird nicht besser. Ich glaube, ich muss mich einfach zwingen, mich zu bewegen, damit es besser wird. Ich glaube, wenn man sich nicht bewegt, wird es nicht besser. Geguckte Filme. Hast du auch so eine schöne Liste? Mach mal Ausrufezeichen Filme. Da siehst du meine Liste an den Filmen, die ich geguckt habe. 5000 sind es nicht. Aber da fehlen auch bestimmt einige Filme. Aber das sind so die bekanntesten, die es gibt. Ich muss noch Godzilla Minus One anschauen. Der ist für einen Oscar nominiert. Gojira Minus One. Ja, ich habe auch gegoogelt. Eigentlich soll man es einfach... Aber ich habe Wärmflasche, Duschen, die ganze Zeit warm. Und es geht nicht weg. Es geht nur weg, wenn ich mich bewege. Also wenn ich mich immer mehr bewege, dann geht es langsam weg. Aber sobald ich dann wieder stehe... Ist egal. No one cares. So gut ist er auch nicht. Okay. Davon muss ich mich aber selbst überzeugen.
Vielleicht hilft er stehen. Nope. Marco kann mich nicht aufstehen lassen. War das jetzt smart? War das der richtige Weg? Ich glaube schon. So viele Filme. Okay, dann teste ich jetzt mal, ob du wirklich so viele Filme gesehen hast. Hast du Titanic, mein Schmann? Hast du Fight, mein Schmann? Hast du Interstellar, mein Schmann? Hast du... Evil Dead Rise kann ich empfehlen, fand den echt super. Ich fand den richtig schlecht. Ich weiß nicht, warum den alle so gut fanden. Ich fand den richtig schlecht. Evil Dead, der erste Remake-Ding, der war gut. Evil Dead Rise, so dumm. Ja, der war okay, aber im Vergleich zu dem ersten Teil war der so dumm. Die Klassiker sind am besten. Nee, ich meine nicht mal den Klassiker, ich meine einfach das Remake vom ersten. Einfach nur Evil Dead. Der war grandios. Hallo Slint. Cloned Enedra, kennst du den Film? Ich sag mal ein paar, die ich sehr gut finde, aber die sind auch auf der Liste, die du gerade aufgerufen hast. Die ich sehr gut finde und nicht sehr bekannt sind. Raw. Raw ist geil. Tusk ist geil. Infinity Pool ist geil. Das war noch der eine, den ich letztens gesehen habe. Ach ja, der... Speak No Evil. Das war's schon. Agents of S.H.I.E.L.D.? Nee, kenne ich nicht. Platin-Beste an Gen 4. Platin-Beste an Gen 4? Was? Was willst du damit sagen? Dass Platin das beste Spiel von Gen 4 ist? Es gibt ja nur 3. Hallo Menemon, Dankeschön für 4 Monate, Menemon. Platin so absurd teuer geworden auch. Die Spiele werden wieder günstiger. Also wenn ihr jetzt die immer noch teuer seht, dann kauft die nicht. Das wird sich alles ändern. Die Spiele werden wieder günstiger. Speak No Evil habe ich am Wochenende gesehen. Was ist das für ein beschissenes Ende, bitte? Ey, ich sag nur, es ist ein Film, den ich nie vergessen werde, genau deswegen. Aber ich werde den Film niemals jemandem empfehlen. Schaut euch nicht Speak No Evil an. Vor allem, wenn man Kinder hat, so wie du, Mariko. Was für ein schrecklicher Film. Wer hat sich auf Disney Percy Jackson angeschaut? Wie findet ihr die Serie? Nope. Können wir mal Attacken machen? Flammenrad. Warum funktioniert Flammenrad nicht? Danke. Eben, deswegen, ich empfehle den Film nicht, Mariko, weil der ist einfach nur... Er ist so realistisch und so nachvollziehbar und so schrecklich und so... Welches Wort habe ich immer benutzt dafür? Tragisch. Das ist kein Film, bei dem man Spaß hat. Das ist einfach nur ein tragischer Film, den man sich nicht anschauen sollte. Das Ende hätte aber echt schon besser sein können. Ja, aber das ist das, was den Film aufmacht. Wenn der Film, wenn das Ende anders gewesen wäre, also wenn es irgendwie gut geendet wäre oder sowas, dann hätte der Film keinen Sinn mehr. Also dann wäre der Film wie der andere auch. Aber weil er so abnormal krank ist am Ende, bleibt der Film dir im Kopf. Ich entwickle langsam Aggression gegen Kyogre.
Lass ihn doch in Ruhe. Es läuft ja richtig gut. Ich schaff's nicht mal, Garrus zu besiegen. Welcher Film? Speak No Evil. Schaut ihn euch nicht an. Großartiger Film, aber schrecklicher Film. Schaut ihn euch nicht an. Kennst du ja Serbian-Film? Habe ich nicht gesehen, aber ein Serbian-Film ist einer von den Filmen, die einfach nur krank sein wollen, aber in Wirklichkeit nicht gut sind. Deswegen glaube ich, werde ich den nie anschauen. Da gibt es... Okay, ich suche den Film. Schaut euch nicht diesen Film an. Schaut euch nicht Speak No Evil an. Schaut ihn euch nicht an. Ihr werdet nicht glücklich danach sein. Serbien-Film ist auch kein Film, den man anschauen muss. Geht's um Horrorfilme? Anscheinend. Nein, Serbien-Film ist einfach nur ein Film, der provozieren möchte, ohne irgendeine tolle Aussage zu haben. Es gibt genug gute Filme, die brutal sind und abnormal sind, aber die wenigstens, also wo man einen Sinn drin sehen kann. Der Film hat keinen Sinn, der Film will nur provozieren. Ja, der Nebel ist dichter, als man in Erinnerung hat. Ach, fuck, den hab ich vergessen. Ich habe gerade dran gedacht, dass da jemand steht. Get Out ist ein super Film, aber Nope ist besser, finde ich. Und Ass fand ich doof, aber Nope war geil. Ja, lass mal mit Bedivas kämpfen, genau. Lass mal Kraxler machen. Ich höre da eine Empfehlung für Speak No Evil raus. Schaut euch nicht Speak No Evil an. Wisst ihr was? Ich bin so überzeugt davon, dass ihr den nicht anschauen sollt, dass ich euch jetzt das Ende sagen werde. Dann hat es keinen Sinn mehr, dass ihr ihn anschaut. Screenshot wurde gemacht von Speak No Evil. Itako hat ihn sich angeschaut. Ich habe gesagt, ich empfehle ihn nicht. Itako hat ihn sich angeschaut und gesagt, was für ein Scheißfilm. Mariko hat ihn sich angeschaut und gesagt, was für ein Scheißfilm. Ich sage euch, schaut euch den nicht an. Du bist selber dran schuld. Ico-Fehler. Vor allem, wenn du ein Kind hast, bist du selber dran schuld. Du wirst den Film hassen. Wenn ich fliegen kann, ist selbst schuld. Vor allem den Plotfest von Us. Ja, ich fand Us nicht so geil. Nope ist so viel geiler. Ist Pokémon Karmesin und Popo fertig oder kommt noch was? Im Sinne von... ich? Oder im Sinne von Pokémon? Also... ich glaube... also ob ich was zu Karmesin und Popo noch machen werde, weiß ich nicht. Ich werde da nur noch Famibs suchen. Ich habe gestern zwei weibliche Flamli gefunden. Volles Glück, fehlt nur noch eins. Aber Karmesin und Popo eigentlich... also Game Freak könnte alles machen. Wir wissen es nicht. Aber Karmesin und Popo ist eigentlich jetzt durch. Vielleicht gibt es noch irgendeine mystische Verteilung, wenn irgendein neuer Pokémon-Film rauskommt. Was gab es eigentlich für mystische Verteilung bei Schwert und Schild? Nur Sarut, oder? Es gab wirklich nur Sarut. Sarut, ey. Manche Filme muss man einmal gesehen haben. Sehr viele Filme muss man einmal gesehen haben. Also bis auf vielleicht irgendein neues Pokémon, was einfach verteilt wird, so wie damals Sarut oder Meluetta oder was auch immer.
Celebi ist kein Gen 9 Pokémon. Gen 8 Pokémon. Nee. Kamisinopobo ist safe. Durch. Würde ich ziemlich viel drauf verwetten. Aber es kann trotzdem alles passieren. Wir werden Ende des Monats, in knapp 30 Tagen, werden wir mehr wissen, was Pokémon vorgesehen hat die nächste Zeit. Man muss das nochmal durchspielen, wegen einem zweiten Scheinen. Manche Filme muss man 10-mal gucken. Ja, zum Beispiel alle Christopher Nolan Filme und alle David Fincher Filme. Den Drehbuchautoren von Modern Family würdest du einen Preis geben? Keine Angst, sie haben genug Preise gekriegt für die Serie. Ungefähr jeden Emmy abgeräumt, den es gab, während das ausgestrahlt wurde. Keine Angst. Die schraffierte Fläche auf der Karte bleibt so. Ja, warum nicht? Da ist Frankreich. Was soll da sonst sein? Ich weiß, Leute sagen, da ist was schraffiert, also muss da noch was kommen. Nein, muss nicht. Das ist in ganz vielen Spielen so und in sehr vielen Pokémon-Spielen so. Das heißt einfach nur, dass da Frankreich ist. Aber dass man da nicht hin kann. The Coon. Dankeschön für den Prime. The Coon. Ist The Coon nicht der von South Park? The Coon. I am The Coon. Wie viele Stunden hast du in Kapu insgesamt reingesteckt? Weiß ich nicht. 1000? Schwer zu sagen, weil... Erstmal glaube ich, dass... wir sind da. Ich glaube, dass hier so die Switch selber nicht gut mitzählt, die Zeit. Der Spielstand selber zählt die Zeit erst recht nicht gut mit, weil du immer wieder resettest und so weiter. Und dann habe ich ja auch noch das Spiel auf zwei verschiedenen Profilen gespielt. Jeweils Purpur und Karmesin. Dann auch Challenge Runs gemacht. Deswegen, ich schätze 1000 Stunden. Bist du die Oma? Oma Cynthia. Das ist eins meiner Lieblingslieder in dem Spiel. Husky, hallo. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Temtem hat Challenges im Spiel drin. Nuzlocke Speedrun, cool. Aber es ist kein Pokémon. Ihr hört's hier zum ersten Mal und es ist versprochen. Happens wird die Nuzlocke von Temtem streamen. Morgen geht's los. Dank dir habe ich nun auch angefangen, mein Livindix mit den alten Spielen zu vervollständigen. Geil. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Genau, vielleicht kommt wieder halt... Ja, so Sachen müssen sie schon bringen. So irgendwelche Legi-Raids vielleicht noch und sowas, so wie Mewtwo. Und halt irgendwelche coolen Shiny-Verteilungen im Spiel. Hallo Thomas. Lucy, du bist eine Spinne. Du bist eine Spinne, Lucy. Die sollen die Shiny Galar-Vögel nochmal verteilen, damit ich sie auch habe. Nee, finde ich, sollen sie nicht. Du sollst sie nicht haben. Du sollst schmoren dafür, dass du vor einem Jahr nicht gespielt hast. Oder vor anderthalb Jahren. Oder 2 Jahren.
2 Jahre ist es wahrscheinlich schon her. Du sollst schmoren. Nee, das ist viel zu früh. Das war so eine besondere Verteilung. Warum sollten sie genau die nochmal wiederholen? Es gibt so viele andere, die seit einem Jahrzehnt keine Verteilung mehr gekriegt haben. Also die hätten eher eine Verteilung verdient als irgend so 3 Vögel, die es vor einem Jahr gab. Hallo Icke. Ich war arbeiten und im Krankenhaus zu dem Zeitpunkt. Aber das ging über 3 Monate hinweg. Aber ja. Es war tatsächlich so mit einer der Verteilungen, die am aufwendigsten waren, mitzumachen. Ich habe die auch verpasst. Ich merke, ich hätte mir die mehrmals holen sollen. Die wären verdammt... wertvoll wohl, weil viele die sich nicht geholt haben. Aber mehrmals holen wäre sehr aufwendig gewesen. Hallo Cynthia. Hallo Son Bartox. Die Musik von Cyrus ist auch geil. Cyrus. Heißt er Cyrus oder Cyrus? Wird er nicht im Englischen mit C geschrieben? Kyros heißt er. Mit Level 60er Pokémon erstmal in Karmesin in die erste Arena gehen? Gehorchen die dir? Sind es deine? Hab die auch nicht. War das nicht die Verteilung, wo es die als Belohnung fürs Kämpfen? Ja, du musstest an den derzeitigen Meisterschaften, oder nicht Meisterschaften, aber halt an so Ranglisten teilnehmen. Aber es war halt ein bestimmtes Zeitfenster einfach. Das war immer, also es war irgendwie Januar, Februar, März, jeweils ein Legi. Und das heißt, im Januar gab es ein Wochenende, wo du dich quasi anmelden musstest. Und dann musstest du, irgendwie du hattest einen Monat Zeit, dich anzumelden oder so. Und dann hattest du 3 Tage Zeit zu kämpfen. Innerhalb dieser 3 Tage musstest du einfach nur 5-mal kämpfen. Ist egal, ob du gewinnst oder nicht gewinnst. Du musstest einfach nur 5-mal kämpfen. Und wenn du das gemacht hast, hast du danach das Legi gekriegt. Und ich habe sogar einen Kampf gewonnen. Von den 15, die ich machen musste. Ich habe so damit gerechnet, dass ich mir Gen 8 Cover Legis Shiny handeln kann im zweiten DLC. Ist das nicht arglistige Täuschung, wenn man es plötzlich nicht mehr kann? Hä? Warum ist das arglistige Täuschung? Also es ist schade. Aber du tust so, als ob Game Freak uns das versprochen hätte. Also ich finde es auch Quatsch, dass sie es nicht gemacht haben. Dass man die Legis nicht shiny handeln kann. Aber arglistige Täuschung wäre was anderes. PC-Einstellungen. Hallo Extreme General. Ich habe keine Ahnung, was du für Videos meinst, weil ich habe keine Videos jemals gemacht zu PC-Einstellungen. Aber ich freue mich. Ich freue mich, dir geholfen zu haben mit Videos. Ich hätte es beinahe auch komplett verpasst, hab 2 von 3. Oh, dann hast du ja einen Vogel verpasst. Das fände ich ja noch nerviger, wenn ich 2 von 3 hätte, anstatt gar keine. Ich habe das gemacht, Da steht Cynthia, die steht aber, glaube ich, jetzt immer, oder? Das hat mir voll Spaß gemacht, die Ruinen zu erkunden, ja. Fleetburg. Jetzt gehen wir nach Fleetburg.
In HGSS kann ich Kyogre und so ein Shiny bekommen, oder? In Heart Gold, Soul Silver? Weiß ich nicht. Gibt's da Kyogre und Groudon? Warte mal, soll ich das mal kurz probieren? Ich weiß nicht, wie man das rückgängig macht. Ich will es aber nur aus Spaß probieren kurz. Aber welche Stadt war das? War das Jubelstadt? Warte, ich glaube, es war Jubelstadt. Ja, es war Jubelstadt. Oder? Wo geht der Void Glitch los? In Jubelstadt? Wo geht der nochmal los? Oh Gott, das ist schwer. Nee, das ist hier nicht. Endlich wieder Pokémon. Nee, die Stadt ist auch nicht. Egal. Ich bin gerade ganz dolle am Nachforschen, wie man den Void Glitch macht für ein Video. Für ein Tutorial. Er ist doch wichtiger, als ich dachte, der Void Glitch. Denn tatsächlich kann man mit dem Void Glitch ein Arceus bekommen, das man selber im Pokéball fängt. Und das man übertragen kann auf Home. Und da das möglich ist, müssen wir das irgendwann machen. Aber zuerst kommt das Transfervideo. Kann ich überhaupt surfen? Kann man das auch shiny resetten? Ja. Ja. A Quiet Place und 2 gesehen? Ja, der zweite war doof, der erste war gut. Vision, dankeschön für 2 Monate. Dankeschön. Ich. Original. Wie war nochmal dein Name? I Chuck? Ich hack. Habt ihr von diesem Typen auf Insta gehört, der modded 2 und 3DS mit allen Pokémon spielen, Home und Mover? Meint ihr, das ist legit, sodass man jetzt doch noch schnell ein Origin Deck starten kann? Ich meine, Modden an sich ist nicht legit, aber ich weiß nicht, ob du dem vertrauen kannst. Aber wenn du einen DS modden willst, dann mod ihn selber. Du brauchst niemandem dafür Geld geben. Es gibt nichts Einfacheres. Wirklich. Ein DS zu modden ist einer der einfachsten Mods, die du jemals tun kannst. Du brauchst eine SD-Karte und einen PC. Laptop. Und die SD-Karte hast du wahrscheinlich schon, weil du hast ein 3DS. Herzlichen Glückwunsch, du kannst deinen DS modden in 10 Minuten. Gebt niemandem Geld dafür. Informiert euch, wie ihr das selber macht. Und wenn darf die Person nicht mehr als 5 Euro verlangen. Weil es so unfassbar einfach ist. Schack. Hab keine Ahnung von Modden und ein 2-3DS habe ich gar nicht. Dann kauf dir einen, der das alles schon hat. Ja, okay. Wenn du noch keinen hast, dann kauf dir einen, der das alles hat. Aber sowas wie, ich habe keine Ahnung von Modden, das darfst du gar nicht sagen, weil es ist so einfach. Wirklich. Wenn du weißt, wie man einen PC anmacht, weißt du, wie man einen 3DS moddet. Wirklich. Sag nicht, ihr habt keine Ahnung, wenn ihr nicht einmal kurz geschaut habt, wie es geht. Weil es ist wirklich so,
Datei. Oh. Rüberziehen auf SD-Karte. Reintun. Hey! Wirklich, du musst nichts wissen dafür. Warum lasse ich mich so krass besiegen? Ja, okay, da ist Flug. Fuck. Doch so easy. Ja. Guck dir halt einmal kurz ein Video an, wie es einer macht. Dann siehst du, wie unfassbar einfach das ist. Modden hört sich... Hört sich Modden so hart an, oder was? Ich meine, es gibt harte Mods. Und ich habe auch schon harte Mods gemacht, bei denen ich aufgegeben habe. Wie bei meiner GameCube und sowas. Warum ist Staraptor normal? Tutorial, please. Google es. Ich mach sicher kein Tutorial für sowas. Hallo Twitnik. Hab meinen ersten 3DS dadurch gebrickt, der zweite war erfolgreich. Dann hast du dich sehr dumm angestellt. I'm sorry. Auch sehr einfach ist, eine PlayStation Vita zu modden. Das ist auch sehr einfach. Das ist auch einfach nur eine Datei draufziehen. PlayStation war relativ hart. GameCube ist relativ hart. Mehr habe ich, glaube ich, nie gemoddet. PSP war okay. Mehr habe ich nicht. Wie lange bist du circa da? So lange, wie ich will. Wii war auch einfach. Ich hatte nie eine Wii. Aber ja, Wii ist anscheinend. Ich glaube, das ist das Einfachste, was es überhaupt gibt. Gastrodon ignoriert den Befehl. Ich muss mal eine Arena schaffen. Weißt du, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt, an Gen 6 Eventmon zu kommen? Nein, gibt es nicht. Außer jemand ist so nett und gibt sie dir. PSP, ich weiß gar nicht, was ich habe bei PSP, meine PSP, wenn du die angemacht hast, kam 555 Nase. Falls das jemand noch kennt. 555 Nase. Sehr gut, mach Eisstrahl gegen Galoppa. Sehr gute Idee. Arthur Spooner, genau. 555 Nase. Aber ja, die PSP. PSP und PS Vita waren beide mega geile Sachen. Hallo Tristan. Waren geile, mega geile Handhelds. Aber irgendwie sind die nie so gut angekommen. Die PS Vita. Allein Uncharted auf der PS Vita zu spielen war so gut. Weil die PS Vita hatte hinten. War ein kompletter Touchscreen. So, dass du quasi Gesten machen konntest. Hinten auf der Vita konntest du Gesten machen. Und je nachdem, was passiert halt was im Spiel. Und zum Beispiel bei Uncharted musstest du ja immer so halt Stricke, Seile klettern. Und du musstest hinten so machen, um die Seile zu klettern. Das heißt, es hat sich wirklich so angefühlt, als würdest du das Seil klettern, weil du so die Bewegung machst. Es war voll geil. Aber keiner hat eine PS Vita gewollt irgendwie. Und so eine gute Qualität. Und so richtig, also 3DS konnte einpacken gegen eine PS Vita, aber ne, es war halt irgendwie nicht so, die Leute hatten keinen Bock drauf. So, ich glaube, nach dieser Arena kann ich Level 60 Pokémon haben. Gut, dass meine Pokémon alle Level über 60 sind. Ja, den glaube nie Absatz. Die Handheld-Leute haben Nintendo gekauft, die PlayStation-Leute eine richtige PlayStation. Ja, es liegt halt immer daran, welche Spiele auf dem System erscheinen.
Und am Anfang gab es schon ein paar Banger wie Uncharted, Killzone, dieses Smash von PlayStation, was auch gar nicht mal so schlecht war. Aber dann irgendwann hat es aufgehört, weil halt die Verkaufszahlen wahrscheinlich schon nicht gut genug waren und dann haben die Spielentwickler auch gesagt, nee, wofür? Hallo Daybreaker. Aber PS Vita ist allgemein krass gemoddet, weil du kannst alles auf einer PS Vita spielen, von N64 Spielen über PlayStation 2 Spiele, glaube ich sogar. Hallo Sophie. PSP war noch seltsam, weil PSP hatte diese besondere Art von Spiele, hatten diese komischen Halbdisks, die so komische Halbkreis waren. Weil PS Vita weiß ich gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, 3 PS Vita-Spiele hinter mir stehen, aber wie hat man die in die Konsole reingesteckt? Das waren einfach, glaube ich, so Cartridges. Ich kann es nicht zweimal hintereinander einsetzen. Danke, danke, danke. Monster Hunter auf PSP war so geil. Nie gespielt. Auf PSP habe ich vor allem Final Fantasy Tactics gespielt. Metal Gear Solid. LocoRoco. LocoRoco war damals, glaube ich, so exklusiv PSP. Also ich glaube, es waren immer die Wege, die am längsten sind. Oh je, meine. UMD, genau. UMD-Discs. Ich hatte eine Final Fantasy VII Tactics PSP sogar. Yu-Gi-Oh! Tag Force? Ich habe nie Yu-Gi-Oh! Gespielt. Aber dieses eine Yu-Gi-Oh! Kartenspiel ist ja eines der krassesten Speedrun-Spiele. So dieses eine Yu-Gi-Oh! Kartenspiel. Bin ich richtig? Ich bin richtig. Immer dahin, wo die meisten Gegner sind. Pokémon Platin ist so ein geiles Spiel. Findest du? Ich muss sagen, Smaragd war geiler. Bei Smaragd hat es mir nichts ausgemacht, das Spiel 4-mal durchzuspielen. Oder 6-mal sogar. Hier bin ich jetzt beim 4. Mal und es nervt. Story ist lang nicht so gut. Dummes Team Galactic. Komische Verteilung der Arenen. So, du findest am Anfang eine Arena, dann ewig keine, dann auf einen Schlag 3 Stück und dann findest du ewig lang wieder keine Arena. Das ist so irgendwie alles so komisch verteilt im Spiel. Die Story ist komplett auf der ganzen Karte verteilt, aber nicht roten Faden, sondern du gehst nach da und gehst wieder nach da und gehst nach da. Das ist voll, finde ich, unnötig. Schau mal, ob Nahkampf umbringt. Mein Problem ist, ich weiß nicht, wie sehr ich Bock habe, den nationalen Dex hier zu holen. Nochmal. Das ist so eine Unverschämtheit, dass ich für Scheinman den nationalen Dex haben muss. Aber ich glaube, es ist am klügsten. Ich gehe jetzt erstmal allen NPCs aus dem Weg. Und dann gehe ich die Liste durch, welche mir noch fehlen. Und die NPCs gezielt suche ich dann.
Ich glaube, es geht schneller, als jetzt alle NPCs zu besiegen. Gott. Ich arbeite zurzeit am Transfervideo. Also ich mache ein Video, wo ich wirklich ganz genau sage, mit viel zu viel Information, wie man alle Pokémon von Gen 1 bis 7 übertragen kann auf die Switch. Ich habe da jetzt schon wieder Sachen rausgefunden, ey, dass ich habe dauernd Angst, dass ich Sachen vergesse, weil ich finde immer wieder Sachen raus, wo ich mir denke, das war jetzt so ein Zufall, dass ich das rausgefunden habe oder daran gedacht habe. An wie viele Sachen habe ich nicht gedacht oder wie viele Sachen habe ich nicht zufällig rausgefunden? Weil die Transferoptionen, die Regeln, es ist manchmal, es macht überhaupt keinen Sinn manchmal. So zum Beispiel, wenn man innerhalb von einer Gen tauschen möchte, also jetzt hier zum Beispiel zwischen Platin, Diamant und Perle. Es ist vollkommen egal, welche Sprache die Spieler haben. Aber wenn ich außerhalb gehe, also wenn ich die Spin-Off-Games dazu zähle, dann ist die Sprache auf einmal wichtig. Außer du bist ein Pokewalker. Ein Pokewalker hat keine Sprache. Der Pokewalker passt immer die Sprache an das System, mit dem es verbunden wird. So, find sowas mal raus. Denk da mal dran, das nachzuschauen. Auf das Video freue ich mich, finde ich sehr interessant. Ich meine, wenn du bist oft hier, das meiste weißt du. Es gibt immer wieder Leute, die unter meine Videos drunter schreiben, wie kriege ich aus Gen 1 die Pokémon of Home? Wobei das das Einfachste von allen ist. Und deswegen, das wird so ein fettes, staubtrockenes Video, wo ich habe Übersichten gebaut vom anderen Stern, wo ich genau zeige, wo du wie weit im Spiel sein musst und was du hast, welche Sprache vom Spiel und das zu kriegen und wohin und ach. Das ist gut, weil mein einziger Pokewalker kommt aus Japan. Genau, Pokewalker ist vollkommen egal. Den kannst du einfach an ein deutsches Spiel verknüpfen und es funktioniert. Aber wenn du jetzt ein japanisches Kolosseum hast, wird das nur funktionieren mit einem japanischen Gen 3 Spiel. Die Celebi, zum Beispiel um die Celebi Bonus Disc von Kolosseum, braucht eine japanische GameCube, ein japanisches Kolosseum und somit auch japanische Gen 3 Spiele, um das Celebi rüberzukriegen auf Gen 3. Zusätzlich, um Celebi zu kriegen von der Bonus-Disc, weißt du, hast eine Bonus-Disc schon für hunderte von Euro gekauft und dann funktioniert die Bonus-Disc nur, wenn du auch noch die anderen Spiele hast, ist in Japanisch und auch nur, wenn du alle 48 Mons erlöst hast im Spiel. Du kannst das Celebi erst kriegen, wenn du alle 48 Krypto-Pokémon erlöst hast, alle. Ich glaube, ein paar davon sind verpassbar. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht sind die auch nicht verpassbar. Ich glaube, wenn du richtig dumm bist, sind ein paar verpassbar in Kolosseum. 6 Orden bis Level 70. Nice. Dann gehorchen jetzt alle. Ist aber super dann zum Nachschauen. Dafür ist es ja gedacht. Vor allem jetzt wollen es halt viele Leute wahrscheinlich wissen, weil sie Angst haben, dass Bank abgeschalten wird. Das heißt, all diese Transfersachen wollen sie jetzt noch machen. Das war Quatsch. Und selbst wenn irgendwann Bank abgeschalten wird, wird es ja immer noch Möglichkeiten geben, die Pokémon zu übertragen. Zwar nicht legitim, aber irgendwie wird es gehen. Mein Traum ist einfach, dass in einem Monat verkündet wird, dass Gen 1 bis 3 auf die Switch kommen. Sodass dieses Video dann schon nicht mehr relevant ist.
fehlen dir noch viele Pokémon. Hier in dem Spiel fehlt mir nur noch Shaymin. Nur noch Shaymin. So, jetzt holen wir uns Stärke. Ich glaube, ich muss mir aber Stärke nicht holen, weil ich habe ja Stärke. Hier. Mein Beliefers hat ja Stärke. Ah, vielleicht triggert es irgendwas. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. I have a dream. Glaubst du daran, dass sie wirklich kommen? Irgendwann werden die wirklich kommen. Die Frage ist, wie? Als Collection, als Online-Funktion, als was auch immer. Irgendwann werden die kommen, aber irgendwann kann halt auch heißen in 3 Jahren, in 5 Jahren. Aber ich werde bei jeder Pokémon Direct die Daumen drücken, dass es soweit ist. Du gibst mir doch Stärke jetzt, oder? Gen 4 hat auch irgendwie so random Charaktere, die nie wieder vorkommen. Hier, hallo, ich bin Urs. Okay, Urs. So, ich lerne so einen Typen kennen, der richtig krass besonders ist und krass besonders aussieht. Aber alles, was der macht, ist da drin mit mir rumlaufen und mir ein Riolo geben am Ende. So. Ich mag das nicht. Wenn ich einen Charakter will in dem Spiel, dann soll der auch wirklich präsent sein. So wie Cynthia oder so wie hier kleiner Blonder nerv mich tot. Oder auch die eine da, die im Wald steht und dann einfach so, hey, ja, mit dem Wald. So total der besondere Charakter, aber du bist mit dem 5 Minuten unterwegs. Ich voll komisch. Okay. Was ist jetzt mit dir hier? Kann das Riolo auch shiny sein? Gen 1 bis 4 ist nix shiny locked, also ja. Gen 5 war das erste Mal, dass etwas shiny locked war. Deswegen ja, das Riolu kann somit safe, ja, glaub schon. Wenn die kommen, dann bitte gleich mit allen Ingame-Events von damals. Das wäre cool. Fast Guy. Hallo. Dankeschön für 13 Monate. Mann. Dankeschön. Ich dachte gerade, Spiel ist abgestürzt. Also Shiny Locked in Gen 5. Victini, Kyurem, Reshiram. Zekrom und Reshiram. Kyurem sollte Shiny Locked sein, ist aber ein Bug. Das ist nicht Shiny Locked. Meloetta, alles was hier gegeben werden kann. Da hat es angefangen mit diesem Shiny Lock von Sachen, die dir geschenkt werden und statisch sind. Nur Kyurem geht, aber das ist ein Fehler. Kyurem sollte eigentlich auch Shiny Locked sein. So, ich habe denen nicht zugehört. Ich glaube, ich muss jetzt Stärke benutzen und durch den Berg durch irgendwo in den Osten. Ah ne, jetzt ist das die Bombe explodiert. Ich soll zum See gehen, genau. Lieber von unten nach. Lieber von hier nach oben, gell? Ja. Ich auch allein, um meinem Sohn zu zeigen, dass man auch mal lesen muss, wenn man Spiele spielt.
gewesen. Kann man die Shaman-Zenith-Form überhaupt auf Home übertragen? Ja, ich hab sie ja. Auch in Shiny und nicht Shiny auf Home. Selbstverständlich. Zenith-Form ist eine richtige Form. Also ich glaube, die hier habe ich nicht besiegt. Vorsicht. Dein Ernst? Oh. Da habe ich nie nachgedacht. Bist du da echt komplett durchgerusht? Hier in dem Spiel natürlich. Warum soll ich denn alle nochmal besiegen? Das ist ja schon schrecklich. Es ist so schrecklich wie der Gesichtsausdruck von diesem Meryl. Ich meine, ich habe ja auch die gleichen Mons wie im letzten Spiel. Ich habe die Mons aus meinem letzten Spieldurchgang hier übertragen, deswegen sind die alle so stark. Für den Pokédex? Ja. Pokédex. Ich glaube wirklich, es geht am Ende schneller, wenn ich am Ende nachschaue, was mir fehlt, als dass ich jetzt alle mache. Mir fällt gerade auf, wie nervig es ist, Algit zu handeln. Algit fand ich nicht schwer. Zapladin ist schwer. Aber seit dem DLC ist Zapladin auch nicht mehr schwer. So. Ich kann aber sagen, zumindest, das ist ja auch das Coole, warum ich das alles mache. Nachdem man so ein Origin-Dex gemacht hat, du musst die Spiele so oft durchspielen, dass man dann wirklich weiß, was man machen muss im Spiel. Ich habe zwar keine Ahnung, was passiert und was Team Galactic überhaupt will, aber ich weiß, wo ich lang muss. Aber es ist jetzt die Frage, ob ich... Wenn ich jetzt Smaragd spielen würde, wüsste ich noch, wo ich hin muss? Ich glaube schon. Gammy. Dankeschön für 2 Monate. Dankeschön. Ne? Ach, ich muss runter. Hallo Brian. Ich strebe so auf die Erfüllung an, die ich haben werde nach dem kompletten Origin-Dex. Die Erfüllung. Ja, die Erfüllung. Wie viele Carpador? Was? Punkt, Komma, Strich. Adjektiv, Subjektiv, Objekt, was? Die armen Carpadore, die sitzen einfach auf dem Trocknen. Achso, wie viele Carpadore hier gerade rumliegen im Spiel. Ja. Du hast ja die Animationen aus. Wow, krass, oder? Warum soll ich sie anhaben? Wie gesagt, ich spiele das Spiel zum 4. Mal. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel.
Warum soll ich mir Animationen anschauen? Ja, auf Ultramond und Ultrasonne habe ich gar keinen Bock. Ich finde, es sind die schlechtesten Spiele. Und man muss die auch noch mindestens zweimal durchspielen, glaube ich. Gewalt, oder? Nee, wahrscheinlich einmal Ultrasonne und zweimal Ultramond. Ich fand Usum besser als Sonne und Mond. Natürlich ist Usum besser als das normale. Aber Scheiße mal besser ist immer noch scheiße. Wirst du das Wood Pikachu in Shiny hunten? Ja. Ach, das könnte übrigens auf die Liste. Im Moment ist, glaube ich, bei Usum. Was ist bei Usum auf der Shiny-Liste? Typ 0. Aber Typ 0 ist cooler. Aber das Pikachu ist besonderer. Kannst du mal eine Tierlist machen zu den Pokémon Games? Nö. Abgangsbund. Gut am Ende gegen Cynthia. Einfach dauernd Abgangsbund machen. Nein, nicht Zertrümmerung. Legends Arc ist auf Platz 1, dahinter der Rest. Sowieso kannst du die Spiele gar nicht miteinander vergleichen. Wie will man denn Legends Arceus mit den anderen vergleichen? Aber ja, es ist Nummer 1. Was war jetzt Stand deines Entei in Kolo? Habe ich noch nicht weitergemacht. Da bin ich immer noch bei, ich glaube, war ich schon bei 3000? War ich bei 3000? Ich glaube, ich war bei... War ich bei 3000 oder bei 2000? Ich glaube, ich bin bei 2300? Ich weiß es nicht. Hat so eine geile Grafik. Legends Arceus hat keine geile Grafik. Und die Shiny-Chance ist auch blöd in Legends Arceus. Aber das Gameplay ist großartig. Wo gehen wir jetzt hin? Ich glaube, muss ich jetzt nicht die beiden hier beim See suchen? Ich glaube. Wann sagen sie mir, ich soll in den Norden gehen? Genau. Perfekten Outbreak gefunden für Town Resets. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Hallo Danu. Danu, ich habe fast all deine Süßigkeiten jetzt aufgegessen. Fast. Und dank dir habe ich wieder viel zu viel zugenommen.
Ich mag auch den Artstyle von Legends Arceus. Ja, der Artstyle ist auch cool, die Grafik ist trotzdem kacke. Die Pokémon und die Charaktere sehen gut aus, aber die Welt ist objektiv gesehen hässlich. Sword of the Demon King, du bist ein Ladybug. Ladybug. Und Danu, du bist eine Gottesanbeterin. Und Daniel, du bist ein Kinoso. Und Azrael, du bist ein Parasek. Und Mörsel, du bist noch eine Gottesanbeterin. Und Brian, du bist ein Carnivania. Alter. Und Tennis, irgendwie bauen die aufeinander auf, die Pokémon. Du bist ein Kikugi. Tennis. Was sind das? Kinoso, Kikugi und die beiden Gottesanbeterinnen? Wie macht ihr das? Hat Tennis Magie benutzt? Imantis und Mantidea? Ich weiß doch. Als ob ich das nicht wüsste. Hallo Fabian. Hans ganz strikt, ja. By the way, auch wenn es euch nicht interessiert, bei euch, bei uns, ist bei euch nicht, nur bei mir, bei uns, gibt's heute lecker, lecker, Butter Chicken. Yes, 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 yes. Butter Chicken heute im Hause Mind. Ich habe schon das Fleisch vorbereitet und mariniert und im Kühlschrank getan. Das suppt jetzt schön da richtig so rein, so, das Chicken saugt richtig das alles auf und nom 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 nom. Dann später wird das zubereitet. Und ja, ja. Oho. Oho. Und Danu. Danu, dankeschön. Danu. Dankeschön für 5 Subs. Da bekommst du Hunger. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, vor 2 Wochen oder so, es war sehr gut. Aber so wie das immer ist, beim ersten Mal folge ich einem Rezept ganz strikt. Und dann beim zweiten Mal habe ich schon das Gefühl, ich habe es gecheckt, wie es geht. Und auf einmal schmeckt es nicht mehr so gut, weil ich nicht mehr dem Rezept gefolgt bin. Mal schauen, wie das heute wird. Ein Ho-Oh Butter Chicken. Ist es eigentlich noch möglich, diese Strubbeluhr-Pikachu-Pichu zu bekommen, wenn du HGSS spielst? Ja. Ist halt gefangen auf HGSS. Du wirst es nie übertragen können. Ich weiß selber gar nicht, wie man das kriegt, weil ich HGSS nie gespielt habe. Was man dafür machen muss, weiß ich gar nicht. Und kann das eigentlich dann shiny sein, wenn in Gen 4 noch nichts locked war? Kann das Strubbelohr Pichu auch shiny sein? Muss doch dann, oder?
Der Shiny Pichu zum Celebi-Schrein bringen. Wie, und dann kriegst du auf einmal, wie kommt dann Celebi angeflogen und verstrubbelt. Verstrubbelt ist? Achso, dann kommt zusätzlich ein Strubbelohr-Pichu. Und das ist dann Shiny, wenn du Shiny Pichu genommen hast. Eigentlich will ich ja auch in Gen 4, eigentlich müssen wir das auch noch machen, aber das wäre so ein riesiger Aufwand. Wobei, warte mal, weil, also ich brauche noch Shaymin, logisch. Wir haben uns schon das Carpador Level 100 geholt als kleines i-Tüpfelchen. Aber das nächste i-Tüpfelchen wäre, die Level 1 Legis zu holen. In HGSS mit dem... Mit was? Mit Arceus, ne? Arceus übertragen auf HGSS und dann kriegt man ein random Legi-Ei und dann schlüpft Dialga, Palkia oder Giratina aus auf Level 1. Das will ich eigentlich auch noch machen, weil das super besonders ist. Aber... Ah, ich darf es sogar aussuchen. Ich dachte, es ist random. Okay. Aber... Naja, wenn ich den Void Glitch mache, in Diamant, hätte ich ja wieder ein Arceus. Und das Arceus, was man sich in Diamant holen kann mit dem Void Glitch, kann man sogar unendlich oft holen. Also kannst du dir 30.000 Arceus holen, wenn man Bock hat. Du kannst den Glitch aber immer wieder machen, ohne das Spiel neu zu starten. Wie Glitch? Das ist doch kein Glitch. Das ist ein Glitch. Hä, die Legis aus dem Eisen Glitch? Ich dachte, das ist ganz normal von der Story so. Event. Okay, Event. Also was anderes. Okay, Event. Warum bin ich hier lang gegangen? Weil ein Glitch, den ich noch nicht kenne. Eben, das ist kein Glitch. In HGSS, wenn du Arceus hast, wird dir ein Ei gegeben von einem Legi. Und dann schlüpft ein Legi aus auf Level 1. Oder du meinst den Void Glitch. Kennst du den Void Glitch nicht? Selbst ich kenne den Void Glitch. Aber ich wusste halt nicht, wie krass der Void Glitch sein kann. Gibt es eine Möglichkeit, Shinies aus gecheateten Raids in Kapu zu erkennen? Nö, aber ich kann dir versprechen, wenn du einem Raid beitrittst und es ist Shiny, dann ist es gecheatet. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das ein richtiger ist, ist schwindend gering. Du kannst nur den Shinies trauen, die du selber fangst. Die du selber findest. Alle anderen sind gecheatet. Man kann es mit dem DNS-Arceus machen und dem Azophle den Arceus nochmal wiederholen. Ja, oder mit dem Void Glitch einfach drei Arceus holen und dann dreimal machen. Ist die Frage, ob es spielstandabhängig ist, dass man ein Ei bekommt oder Arceus abhängig. Also kann ich pro Spielstand mit einem Arceus ein Legi-Ei holen oder kann ich mit drei Arceus drei Legi-Eier holen? Wisst ihr das? Chance zu Shiny Rate 1 zu 4092. Falsch. Das ist falsch. Lügen werden hier verbreitet schon wieder. Wenn, dann meinst du 4096. Aber auch das wäre falsch. Denn es ist 100 mehr. Genaue Zahl weiß ich gerade nicht. Die Chance, ein Shiny in einem Raid zu kriegen, ist...
1 zu 4103. Also nicht 100 mehr, aber das ist eine 100. 4103. Arceus abhängig. Also wenn ich 3 Arceus habe, kann ich tatsächlich 3 Legi-Eier kriegen. Geil. Void Glitch und ein anderer Name wäre... Ach fuck, hier ist auch auflockern. Ah nein. Keine Ahnung, der Void Glitch ist halt der, womit du die Map überforderst und dann die Map halt verschwindet und alles ist schwarz, deswegen Void Glitch, und dann läufst du so in auf einer komplett schwarzen Map rum und musst genau wissen, wo du hingehen musst, und dann kannst du halt zu allem hingehen. Den musst du kennen. Das haben sie in BDSP, gab es den immer noch. Haben den BDSP auch gemacht, einfach. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ein Shiny aus einem Ei zu bekommen, wenn man mit einem ausländischen Ditto brütet, aber keinen Schillerpin hat? Weil ich weiß das auch nicht auswendig. Ich gehe auch einfach auf Google und schaue nach. Wahrscheinlichkeit, dass du ein Ei findest, also nur mit Masuda-Methode, sind 6 Rolls. Also ist es, wo steht's? Hier. 1 zu 683. Ich glaube, ich muss hier lang. Ich bin falsch, oder? Oh, ich hasse es hier. Habe im Tausch ein Shiny Monitigo bekommen und dachte, man kann eventuell irgendwie erkennen, ob es legit ist. Shiny Monitigo kann ja derzeit nur aus dem Raid kommen. Derzeit kann Shiny Monitigo nirgendwo herkommen, weil die Raids vorbei sind. Also, nein. Außer jemand hat die Raids von damals immer noch gespeichert und macht sie immer noch. Aber ich kann dir versprechen, dass das Shiny Monitigo, was du im Tausch bekommen hast, nicht legit ist. Erstens hast du es sowieso nicht gesucht, sondern jemand hat es dir einfach gegeben. Und zweitens, warum sollte dir jemand eins der seltensten Shinies geben, die es gibt in dem Spiel? Warum sollte dir jemand dieses Shiny geben? Vielleicht, weil es ercheatet ist. Ich glaube, ich bin richtig. Irgendwie hasse ich diese Stelle hier. Keine Ahnung, du bist schon so weit gekommen und dann kommt nochmal so ein riesig langer Teil mit Trainern hinter Trainern und nochmal Trainer. Dann bleibt man im Schnee stecken und so. Ah, die Musik ist gut. Ich will den Void Glitch eben machen, weil man mit dem Void Glitch, das wusste ich schon davor, dass man damit kann man zu Darkrai, Cresselia, Shaman und Arceus, Diamant und Perle. Aber mir wurde immer gesagt, dass die man zwar fangen kann und auch Shiny hunten kann dann dort, aber sie können nicht übertragen werden auf Home. Das stimmt anscheinend nicht. Und das ist nicht mal neu oder sowas, die Information, sondern seit der Void Glitch bekannt ist, seit 5 Jahren oder sowas, ist das bekannt. Man muss das Darkrai, also erstmal anscheinend geht's nur, wenn man es in Diamant macht. Perl-Pokémon kann man nicht übertragen. Klingt so seltsam, aber ist auch schwierig zu testen. Also sehr zeitaufwendig zu testen. Darkrai muss auf Level 50 gelevelt werden, also 20 Level kriegen, das ist noch gut machbar. Arceus, glaube ich, fängt man auf Level 80 und muss dann auf Level 100 gebracht werden.
Und das Lustige ist, Shaymin geht gar nicht. Shaymin kann man nicht übertragen. Cresselia, weiß ich gar nicht. Cresselia ist halt nicht so besonders, weil man es auch normal kriegt. Ja doch, Cresselia muss ja gehen, weil man es ja auch normal kriegt. Ja, ja. Aber das Lustige ist, Arceus kann man, je nachdem wie man den Void Glitch macht, an zwei Orten fangen. Entweder in Jubelstadt oder eben in da, wo es normalerweise vorkommt, auf der Treppe da. Wenn man es auf der Treppe fängt, kann man es nicht übertragen. Weil dann das Spiel sagt, das kann nicht sein, dass du da bist, weil das haben wir nicht veröffentlicht. Aber du kannst es eben so machen, dass du es in Jubelstadt fängst. Das heißt, du hast einfach einen Arceus, gefangen in Jubelstadt, Sinnoh natürlich. Und das kannst du dann auf Level 100 bringen und das kannst du übertragen auf Home. Und so kann man ein legites, in Anführungsstrichen natürlich legites Gen 4 Arceus im Pokéball kriegen. Anstatt das, was ich im Moment habe im Jubelball. Von Mishinna. Warum auch immer Mishinna. Nicht im Kampf. Was mich nur wundert, ist, dass es nur in Diamant geht und nicht in Perl. Je nachdem, wie lange der Glitch dauert, weil er dauert ziemlich lange und ist ziemlich kompliziert. Er ist nicht schwer, aber du musst für eine halbe Stunde lang dich komplett konzentrieren. Deswegen werde ich es wahrscheinlich auch nicht live machen, weil es ist buchstäblich in einem schwarzen Bildschirm hunderte, tausende von Schritte gehen, die man zählt. Also 1, 2, 3, 4, 5 bis zu 450 Schritte in eine Richtung und dann 3 runter nach links hoch, bis man halt zu Arceus kommt oder zu den anderen. Ich würde gerne testen, ob das wirklich nicht in Platin geht. Ich kann mir das nicht vorstellen, warum sollte das in Platin nicht gehen, aber in Diamant schon. Wieso ist denn eins in Jubelstadt? Da ist doch nie eins gewesen. Das ist einfach nur, also ich kann nur sagen, wie das aussieht. Du läufst wirklich in kompletter Dunkelheit rum, also komplett schwarz, weil die ganze Karte und alles ist nicht geladen. Deswegen ja, du kannst komplett dich auf der ganzen Karte bewegen, weil sie eben nicht geladen ist. Das heißt, du siehst nichts, aber du bewegst dich wirklich auf der ganzen Karte. Und irgendwie kannst du halt zu dem Punkt hingehen, wo Arceus steht, aber du siehst nichts, es ist alles schwarz. Du siehst gar nichts, du siehst nur deinen Charakter. Und auf einmal stehst du halt vor nichts, drückst A und das ist dann Arceus. Dann kannst du gegen Arceus kämpfen und es fangen. Aber du kannst auch einen Schritt runtergehen und da steht auch immer noch Arceus und kannst von da aus immer noch mit Arceus kämpfen. Aber ein Schritt weiter unten ist Jubelstadt und ein Schritt weiter oben ist diese Hall of Mystery oder wie das heißt. Wahrscheinlich liegen die einfach exakt nebeneinander, die beiden Gebiete. Nur im Spiel sind die halt getrennt durch eine Ladezone und dass du da die Treppe hochgehen musst und da. Aber auf dieser kompletten Void-Map, auf dieser schwarzen Map, ist es einfach einen Schritt voneinander entfernt, Jubelstadt und diese Mystery-Halle. Und du kannst aus beiden Positionen Arceus ansprechen. J-Gamer, scheiße! Verklag sie! Oder freust du dich ein bisschen, dass du den Job los bist? Oder nicht? Kann ja auch sein. Ein neuer Beginn, Jay. Ein neuer Start. Was ist das hier mit dem Schnee? Ich bin zu weit. Bin ich zu weit? Hä? Ich muss weiter nach rechts, glaube ich. Hallo Phoenix. Vielleicht hat jemand nicht gerafft, dass das Monetigo shiny war. Sieht man ja kaum.
Nee, es gibt keinen eindeutigen Anhaltspunkt, weil diese Monetegos und all die Shinies, die man ja geschenkt kriegt und trans was auch immer im Wundertausch kriegt, das sind schon legitte Shinies. Wie die nämlich geshiny-hunted werden, ist, dass ein Computer einfach diese Raids in Lichtgeschwindigkeit macht, so lange bis sie einen Shiny Raid finden. Das heißt, es ist ein echter Raid, der im Spiel existiert. Nur gefunden wurde er von einem Computer. Oder muss ich nach links? Ich hasse den Schnee hier. Hey Dave! Dave, wusstest du das? Ich werde darüber ein Video machen, über den Void Glitch. Den Void Glitch kennen wir ja. Aber wusstest du, dass man im Void Glitch unendlich viele Arceus fangen kann, die alle übertragbar sind auf Home? Falls du immer noch 18, falls du immer noch 18 Arceus haben möchtest. Ich gehe noch weiter links. Ich hasse es. Was ist der Unterschied zwischen Shiny und Nicht-Shiny? Die Linien, die dünnen Linien auf dem Körper sind grün, wenn es Shiny ist. Dave, du bist ein Kriechflügel. Jay, du bist ein Miniras. Ja, das wusste ich. Ich glaube, das habe ich damals dir auch geschrieben. Okay, vergessen. Ich würde das halt nicht machen, weil für mich persönlich das Arceus nicht legit genug wäre. Findest du? Mir reicht es komplett. Also ich werde es nicht 17 Mal fangen, aber einmal für den Origin Dex. Weil es ist im Spiel. Ich bin halt nur mit dem Glitch an den Ort hingegangen, wo es liegt. Wo es chillt. Ich frage mich mal, wer findet solche Sachen raus? Leute, die das Spiel sehr, sehr lange spielen und Ahnung von halt Spielentwicklung haben. Es gibt genug Leute, die super interessiert sind halt an diesen Sachen und gerne Spiele auseinandernehmen. Und wenn sich da genug Leute an etwas ransitzen, Jahre später kommen halt dann so Sachen raus. Es ist halt immer auf Logik basierend. Und bei Millionen von Menschen, die dieses Spiel spielen, den Void Glitch zu triggern, ist super einfach. Das ist einfach schlecht gemacht vom Spiel. Du fährst mit dem Fahrrad so schnell, dass das Spiel nicht hinterherkommt, die Karte zu generieren. Und auf einmal bist du im schwarzen Bereich. Alles ist schwarz, weil das Spiel nicht mehr die Karte generiert hat. Und wenn die Karte nicht generiert ist, fehlen auch alle Hitboxen. Und du kannst einfach überall durchgehen. Und das ist wahrscheinlich random jemandem passiert, in all den Jahren, in denen Gen 4 existiert hat. Und wenn sowas passiert random, fühlen sich Leute da sofort angesprochen und denken sich, wenn dir das random passiert, dann können wir das sicher provozieren, dass das passiert. Und wenn du weißt, dass etwas geht, musst du es nur so lange probieren, bis es tatsächlich klappt, wenn du es willst, dass es klappt. Und dann ist es nur noch Logik und Ausprobieren. Wie kann man die verschiedenen Sigard-Formen in Schwert und Schild bekommen? Gar nicht. Achso, du meinst die Form ändern? Also Sigard kannst du im Abenteuer-Raid fangen. Ich weiß nicht, welche Version du fängst im Abenteuer-Raid. Also es gibt vier verschiedene Sigard-Formen. Die Hälfte davon hat die eine Fähigkeit, die andere Hälfte hat die andere Fähigkeit. Und dann, glaube ich, musst du googeln, weißt du? Fabian, wieder, du bist die gleiche Person. Ich muss sowas auch googeln. Du hast es schneller gegoogelt. Irgendwo in Schwert und Schild steht etwas rum, was du ansprichst und du änderst die Form. Ich
weiß nicht auswendig, wen du wo ansprechen musst, in welchem Stadtteil, in welchem Pixel, dass dein Sigard die Form ändert. Bin ich jetzt zu weit oben? Ah ne, hier bin ich richtig. Luffa, du bist ein Flammiau. Fluss Gorgon, du bist ein... ein Dakuma. Kraxler kriege ich... Kraxler kriege ich erst, wenn ich die Arena gemacht habe. Aber ich habe Kraxler, ziemlich sicher, oder? Du kannst auch Kraxler, ja. Ich glaube eher, Dave, dass es genau andersrum funktioniert. Es ist nicht so, dass die das... Ich glaube, die hinterlegen nicht im System nur das ist legit, sondern die hinterlegen... Die hinterlegen, dass das nicht legit sein kann. Und somit, wenn du es auf alle anderen Arten findest, ist es legit für Bank, für Home. Weißt du, weil wenn du das Arceus fängst, sagt Bank, nö, das kann nicht sein, dass du das hast, weil das haben wir nie freigegeben. Aber wenn du das findest auf eine andere Art und Weise, dann sagt Bank so, oh, ein Arceus. Was einfach dumm programmiert ist von denen natürlich. Die sollten einfach sagen, kein Arceus kann sein. Es kann einfach keins sein. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich es ohne Fremdsoftware erhalten kann, ist es für mich immer legit. Weil das ist im Spiel. Aber ja, du, natürlich hast du recht, dass wenn es nicht vorgesehen war von Game Freak. Ich meine, ich habe ja alle, die ich will. Aber ich hole mir halt das noch zusätzlich. Yay, endlich mal kein Palworld. Yay, interessiert mich nicht, was du denkst. Adnubis, es ist so, also sowas zu schreiben. Warum verstehen das Leute nicht? Weißt du, ob ein Schwert bei Viridium der Schillerpin wirkt oder Full Odds? Ja. Bei Viridium wirkt der Schillerpin, weil das gilt als wildes Pokémon quasi. Die haben bestimmt einen Namen. Wie ist der Name von denen? Es sind nicht stationäres, sind auch nicht wildes, was dazwischen. Ich habe den Namen vergessen, aber ja. 1 zu 1300. Pokémon heile. Ja. Ja, trotzdem, Leo, jetzt hast du den Void Glitch provoziert. Wie kommst du jetzt darauf, dass dein Arceus steht und wie viele Schritte du wohin machen musst dafür? Das muss man ja wissen, dass es im Spiel ist, etc. Hä? Erstens, wir wissen, dass Arceus im Spiel ist. Warum sollte man nicht wissen, dass Arceus im Spiel ist? Es ist im Pokédex. Arceus ist Teil von Gen 4. Die Leute wissen, dass irgendwo auf dieser Map ein Arceus steht. Die Leute wissen sogar, wo das Arceus steht. Das heißt, du hast eine riesige Map vor dir mit... Hier sieht man es gerade perfekt, mit ganz vielen Schachbrettmustern. Die komplette Map von Gen 4 hast du als Schachbrettmuster vor dir. Und du weißt, da ist Arceus. Weil du weißt, dass da Arceus ist, weil es auf der Treppe, weil du weißt, dass da Arceus ist. Das heißt, du musst jetzt nur noch versuchen, einen Weg zu finden von A nach B. Und ich meine, guck dir dann das Video an, wenn ich es mache. Es ist ziemlich krass kompliziert, aber wie finden Leute das raus, indem sie es ausprobieren ohne Ende? Es ist, die verdienen damit kein Geld, aber es ist deren Job quasi. Die sehen es als deren Job, das rauszufinden. Die lieben sowas rauszufinden und verbringen hunderte von Stunden damit, einen Weg zu finden. Weil dass es geht, ist klar, weil da ist Arceus. Das wissen wir, das ist Fakt. Und der Void Glitch sorgt dafür, dass ich durch alles durchgehen kann. Also muss es einen Weg von A nach B geben. Ich muss nur den Weg finden. Ohne Taschenlampe. Hey Pablo, nice. Viel Spaß damit. Mann, wäre ich inzwischen reich,
wenn ich einen Affiliate-Link hätte für den GB-Operator. Ich werde immer vergessen, wie der Weg hier geht. Ich finde Shiny Hunting in Legends Arceus macht Spaß mit den normalen Outbreaks. Okay. Bin ich der Einzige, der das so sieht? Nein, das ganze Internet ist voll mit Videos dazu. Was meinst du? Habe ich mir auch wegen deinem Video geholt. Nice. Hallo Tiny Bubble Tea. Die Ritter der Redlichkeit, genau. Die meisten Videos zu Legends Arceus Shiny Hunting sind schon länger her. Okay. Ich hole mir den erst, wenn du den Affiliate-Link hast. Dafür gibt's keinen Affiliate-Link. Hol's dir. Ich wünschte nur, irgendwie könnte man das auch auf Amazon kaufen. Ich weiß, es ist cooler, denen das Geld direkt zu geben, anstatt irgendwie Amazon wieder damit reinzuziehen. Ich könnte auch GB Operator mal anschreiben, ob sowas geht irgendwie, aber ich glaube, die lachen mich dann aus. Eigentlich sollte ich das machen. Ich bin viel zu schüchtern immer bei sowas. Bevor ich das GB Operator gemacht habe, Video gemacht hätte ich die anschreiben sollen und sagen sollen, hey, habt ihr zufällig einen Link oder sowas? Hab mich nicht getraut. Man kann aber nicht zufällig bei einer Dry Battery im Emulator dann die RTC wieder anstellen und so Bären wachsen lassen. Weiß ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass das geht im Emulator von GB Operator, wobei der Operator von GB, also der Emulator von GB Operator ist auch nichts anderes als der Standard-Emulator, den man kennt. Also ich weiß nicht, ob es geht, aber so oder so kannst du einfach deine ROM nehmen und in den normalen Emulator reintun und dann da geht es selbstverständlich. Aber jedes Mal, wenn du dann dein Save wieder auf deine ROM drauflädst oder auf deine Cartridge drauflädst, danach geht es wieder nicht mehr. Weil dann hat es wieder keine Batterie. Aber warum wechselst du nicht die Batterie aus in deinem GB Operator? Oder was war das Problem? Weil es gab doch das Problem... Nee, hier ist auch falsch, Mann. Es gab doch das Problem, dass wenn einmal die Batterie leer ist, dass dann die Bären trotzdem nie wieder nachwachsen. War da nicht was? Selbst wenn man die Batterie austauscht. Was habe ich gemacht? Wo muss ich denn gerade lang, ey? In der Arena kann man sich soft locken, ja. Das machen wir aber nicht. Save auch bei Temu oder Wish? Ja, oder nicht die Version von denen. Der GB Operator ist ein richtiges Produkt. Kein Temu Chinese irgendwas Ding. Vielleicht gibt's sowas auf Temu, aber dann ist es... Ein Knock-off davon. Rumänische Markenware, ganz genau. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, meinen Smaragd zu schrotten, weil ich keine Ahnung von Löten habe.
Ihr müsst euch mehr zutrauen. Das ist nicht so schwer. Also Batterien löten habe ich auch schon öfter gemacht. Und es ist so einfach. Ich habe das First Try geschafft. Das ist so unfassbar einfach. Und ich habe inzwischen schon schwerere Lötjobs versucht an meiner GameCube und die habe ich richtig verkackt. So richtig, sodass ich Sachen auch kaputt gemacht habe. Deswegen, ich kenne den Unterschied zwischen einfach und schwer. Und das, was für mich schwer war, war für Leute, die wahrscheinlich Ahnung haben, sogar schon ziemlich einfach. Weil alle sagen, das ist super einfach. Aber das war für mich schon schwer. Das heißt, der Batterie austauschen ist wirklich einfach. Also wirklich einfach. Und du findest sogar Tutorials. Du findest sogar Tutorials, wie du es ohne Löten machst. Und einfach nur mit Taser oder halt mit so Kleber. Das ist natürlich dann nicht mehr so schön und hält nicht so gut, aber es geht anscheinend auch ohne Löten. Aber auch das Löten, so ein Löteisen kostet 10 Euro und es ist so einfach, wirklich. Wo krieg ich denn auf Anhieb einen Lötkolben her? Amazon, 10 Euro. Dein Baumarkt, der Baumarkt deines Vertrauens, 10 Euro. So, eigentlich ist das hier voll einfach. Ich habe das immer super schnell gemacht. Eben, das ist nämlich gar nicht so schwer. Ah. Hallo Hikaru. Batterie wechseln und dann muss man das Datum irgendwie wieder richtig setzen. Danach wachsen die Bären wieder. Ja, aber wir haben doch letztens hier jemanden gehabt, bei dem es ums Verrecken nicht ging. Und dann haben wir rausgefunden, dass es da so ein Problem gibt, dass wenn einmal die Batterie leer ist, dann wachsen die Bären nie wieder. Ja, wie mache ich jetzt? Ach ja, ich muss da hin. Ich hätte es dir löten können, habe auf Arbeit richtig eine Station und mache das auch schon länger. Okay, aber wie schicke ich dir 4 Gamecubes, die du dann lötest und mir wieder zurückschickst? Homeboy, Dankeschön für 3 Monate. Leo, ich kann die Pokémon-Karte nicht lesen, die du mir geschickt hast. Voll unnütz in meinem Deck. Ich verwende die jetzt als Untersetzer. Beschwert er sich über wunderschöne, originale, japanische TCG-Karten. Unfassbar. Peony. Du sollst nicht mit denen spielen. Die sind zum Sammeln da, nicht zum Spielen. Als nächstes sagst du mir, du fängst Pokémon, um mit ihnen zu kämpfen. Hey, Pascal. Hä, hätte ich jetzt nicht gerade da runtergehen sollen? Verdammt. Ah, hier so. Okay, jetzt hab ich's. So. Das Problem ist, wenn ich jetzt verliere, sind alle Schneebälle wieder da. Aber ich sollte nicht verlieren. Kann mir jemand sagen, wie man Platin zocken kann auf dem PC? Gar nicht, denn das ist illegal. Hör auf, illegal zu sein. Soll ich die Polizei rufen? Ich glaube, ich hole jetzt die Polizei, Arthur. Ding, 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 ding. Tüt, tüt, tüt. Hallo, Polizei Deutschland. Hallo, hallo. Ich habe hier einen Arthur. Der möchte illegale Sachen machen. Und er möchte Spiele spielen auf dem PC, die nicht auf dem PC existieren. Ich bitte sofort ein SWAT-Team an Musterstraße 341. Danke für Ihren Service. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Oh, das war ein peinlicher Anruf. Peinlicher Anruf. Geht nicht genau das mit dem GB-Operator? Nein, nein, nein.
Aber nicht so, wie Arthur das gemeint hat. Ich weiß ganz genau, wenn ich einen Verbrecher in die Augen sehe, ich weiß, wenn ich einem Verbrecher in die Augen sehe. Wie weit sind wir mit Palworld? Palworld ist durch. Alle Pearls. Maximales Level. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, was zu krass ist, ist den letzten Boss besiegen. Legit besiegen den letzten Boss. Ich schaffe den locker zu besiegen, aber nicht in 10 Minuten. Das Problem ist die Zeit. Die Zeit, die man hat. Man hat 10 Minuten für jeden Bosskampf. Nach 10 Minuten bin ich nicht mal bei der Hälfte von seinem Leben, weil er so unfassbar viel Leben hat. Hey, Prani. Jacques. Jacques, danke schön für 8 Monate, Jacques. Das GF-Mew gab es auch in Europa, das wurde lokal verteilt in UK für die VC. Für die virtuelle Konsole. Na schau. Dann hatte ich ja doch recht, dass es das GF-Mew gibt. Fresh, du bist ein Porygon. Hallo Abraxa. Ich habe tatsächlich aber ans Gen 1 Mew gedacht, wirklich ohne virtuelle Konsole. Aber stimmt, für die virtuelle Konsole wurde was verteilt damals. Okay. Ich hoffe, ich habe nichts Krasses verpasst. Du hast das Krasseste ever verpasst. Ich kann es gar nicht wiederholen, so krass war es, was du verpasst hast. Du merkst hoffentlich an meiner Stimme, wie krass es war. Ich zitter noch förmlich, so krass war das, was hier passiert ist. Aber niemand traut sich, hier wieder drüber zu reden. Jetzt kann ich zum Trottel. Lars, Urs. Nee, Urs war der Riolo-Typ. Ulrich. Fridolin. Wo muss ich lang? Ach ja, ich muss runter. Ja, das hat mich nie gewundert, dass es das ansieht, selbst wenn es es nur in Japan gegeben hätte, weil gleiche Sache wie mit Arceus. So, es ist nur hinterlegt, dass das möglich ist, aber nicht, dass das nicht auch möglich ist. Oder andersrum. Aber vor allem bei Mew ist es ja auch so. Mew auf Smaragd wurde eigentlich nur in, also die, wie heißt die Karte? Die alte Karte, glaube ich. Die alte Seekarte? Nee, die alte irgendwas. Die wurde nur in Japan verteilt. Und du kannst trotzdem das Mew auf einer, mit einem Glitch kannst du trotzdem zu dem Mew, mit dem Pommet-Glitch. Mit dem Pommet-Glitch kannst du trotzdem zu dem Mew. Und es ist trotzdem einfach übertragbar. Auch wenn das Mew eigentlich nur auf einer japanischen Cartridge existieren sollte. Deswegen hat mich das nicht gewundert, weil bei dem Gen 3 Mew geht's ja auch. Ich habe mein Shiny Mew auf einer japanischen Smaragd gehuntet. Ich sag nur, man muss nicht. Es geht auch normal. Deutsch. Okay, ich hab das, die sind da, ich habe jetzt nicht aufgepasst, wo ich hin muss. Wo muss ich hin?
Kann ich jetzt nach da? Kann ich jetzt nach Sonneweg? Ist der Typ jetzt weg? Der Typ sollte doch jetzt weg sein. Oder wollen die, dass ich in die Stadt gehe? Und genau dieses Mew hat jetzt das Titanabzeichen. Ja, alle meine Mews haben das Titanabzeichen. Das Englische aus Pokémon Yellow, das Deutsche aus Pokémon Blau. Das, was einem da geschenkt wurde. Ich find's so geil, dass du Shiny Arctos und Gen 1 in der Schwarz und Weiß gekriegt hast. Ich auch. Muss ich zufällig jetzt hier hin? Wann muss ich wieder in den Schuppen? Ich glaube, ich muss zuerst nach Sonneweg, oder? Hier ist noch nichts. Ja, genau, irgendwann kriege ich einen Schlüssel. Den Schlüssel kriege ich doch in der Hauptbasis. Ich glaube, ich muss jetzt nach Sonneweg. Ich muss oben rechts den Typen ansprechen, der da steht. Doch nicht nach Sonneweg. Warte, warte, warte. Ich lese mein Tagebuch durch. Da steht nur, was ich gemacht habe. Verdammt. Schreib doch mal auf, was du machen sollst. Das nochmal. Bin ich jetzt nicht nach Sonneweg? Nee, ich glaube, ich muss noch. In irgendeiner Stadt ist jetzt. Ach, warte, ich. Aber es kann nicht sein. Okay, ich rede mit dem Typen. Ja, aber wenn man nie die Texte liest. Weiß man doch auch nie, wo man hin muss. Okay, hier geht's weiter. Wie er wieder anfängt. Ja, dann geh doch zum Lager. Warum muss ich denn vorgehen? Das Problem ist, wenn man halt die Texte nicht gelesen hat, man kann nicht wieder zurückgehen, um irgendwelche Texte zu lesen. Die sind einfach vorbei, die Texte. Und das ist erst das vierte Mal. Beziehungsweise das ist jetzt erst das zweite Mal, dass ich das mache. Weil Diamant und Perlen musste ich nie bis hierhin spielen. Ich muss nur Platin zweimal durchspielen. Sind wir denn überhaupt geheilt? Ja. Ah, das ist jetzt hier ja... Ich kann mich erinnern, dass das hier ewig ging. In Zelda sprechen wir mal nicht. Hä, in Zelda wird einem auch nicht gesagt, wo man hin soll. In Ocarina of Time und Majora's Mask und allen Zeldas davor wird einem nie gesagt, wo man hingehen soll. Da wird es einem noch nicht mal gesagt. Da kann man lesen, wie man will. Da muss man irgendwelche random NPCs ansprechen, die man nie angesprochen hätte, um rauszufinden, was man machen soll. Lies aber auch die Texte grundsätzlich nicht. Nee, weil es langweilig ist. Ich will spielen, nicht lesen. Wenn ich lesen will, lese ich ein Buch. Was genau brauchst du aus diesem Durchlauf? Das Shaman am Ende. Also durchspielen, nationalen Decks holen, DNS-Glitch machen, auf die Shaman-Insel gehen und Shaman im Pokéball fangen.
Ich bin nicht hier, um zu denken, ich bin hier, um zu lenken. I'm here to lead, not to read. Dave, es gibt so viel coolere Sachen, die du machen könntest, aber wenn es dir Spaß macht. Dass du die Ribbon Challenge nicht besser findest, als 17 Mal das gleiche Mon zu fangen. Welches Level war Shaman? Ich glaube 30. Ich nehme die 3. Der Simpsons-Film war schon echt gut. Wie willst du das eigentlich mit den mysteriösen Pokémon ab Gen 6 für den Origin Dex machen? Ich hab die schon alle. Die kann man sich nicht holen. Also wenn ich die alle nicht hätte, wenn ich wirklich bei 0 angefangen hätte, dann könnte ich die nicht holen. Aber mir wurden die geschenkt vor ein paar Jahren, als ich meinen Living Dex gemacht habe. Ist ein normales Terrora mittlerweile? Ja! Eine unfassbar nette Person hat mir das gegeben. Ich habe tatsächlich jetzt auch ein nicht-shiny Terrora. Aus Sonne, Mond, ja. Also wenn man Gen 6, Gen 7, Gen 8, Gen 9 Eventverteilung haben will, dann muss man die von jemandem geschenkt kriegen, jemandem Nettes. Weil das ist wirklich einfach über das Internet gemacht. Da kann man nichts faken oder sonst irgendwas. Das existiert einfach nicht mehr. Was echt hilft, gebrauchte Edition kaufen und hoffen, dass da jemand die Events gemacht hat. Muss aber viel kaufen. In all denen, die ich gekauft habe, was jetzt nicht viel ist, aber halt alles einmal, war nie irgendwas Besonderes drauf. Aber mich würde reizen, das zu machen, was Oliver gemacht hat. Ein ganz, ganz altes Spiel kaufen, also zum Beispiel die japanischen Rot, Blau, Grün. Und dann da das Spiel quasi reinladen auf dem PC. Also so würde ich es machen. Auf den PC laden und gucken, ob es shiny ist. Also ob jemand quasi in Gen 1 vor 30 Jahren zufällig ein shiny gefangen hat. Und Oliver MKP hat es gemacht und hat ein, ich glaube es war ein shiny Simsala. Er hat ein shiny Simsala gefunden auf einer gebrauchten japanischen Rot, glaube ich. Das ist echt einfach heftig. Aber die japanischen sind halt auch super günstig. Also da könnte man schon mal so 20 Stück kaufen und dann alle durchgehen. Aber dass es bei ihm geklappt hat, ist unfassbar. Ich hatte bei meiner Schwarz Glück, da war ein Victini drauf. Ja, zum Beispiel, das ist krass Glück dann. Wo bekommt man die günstig? eBay? Oder du reist nach Japan? Ja, vorausgesetzt, der Spielstand existiert noch, klar.
Aber das Shiny bekommst du nicht auf Home. Legit krieg ich das sowieso nicht auf Home, weil es wirklich Gen 1 ist. Und die kannst du ja nicht übertragen. Aber wie meinst du, dass sich die IVs ändern? Weil mein Arktos hat sich ja auch nicht geändert. Du meinst, ich müsste erstmal checken, ob das ein Shiny ist, was überhaupt die Shininess behält nach genug Level-Ups. Würdest du Pokémon annehmen, wenn man dir eines schenken möchte? Ja, ich sagte nur, dass, also, ich wüsste nicht, was ich damit tun soll. Dieses Pokémon wird in meiner Bank landen und einfach dort verschollen irgendwo liegen. Es kommt darauf an, was du mir geben willst, aber es ist halt nicht mein Pokémon, deswegen würde es mir nicht wirklich was bedeuten. Es klingt voll gemein, ne? Aber was soll ich dir sagen? Da kann ich auch Wundertausch machen, dann kriege ich auch Pokémon geschenkt. Ich weiß, es ist voll gemein. Aber von was redest du? Wenn du ein Shiny Victini hast, dann nehme ich es erst recht nicht, aber... Wie, ich brauche einen speziellen Schlüssel? Ich war doch überall! Ich war nicht überall. Beim Upload von VC auf Bank bekommst du, glaube ich, dreimal IV auf sensational hochgezogen. Ja, ja. Aber warum ist dann mein Arktos immer noch Shiny gewesen? Das ändert nichts an Shininess. Hallo Mauri. Er hat den Schlüssel, oder? Verstehe ich, es ist ein besonderes Pokémon. Ja, was denn? Du hast vorgesorgt, wenn man mal alle Items auf Home lagern kann, ja. Aber dadurch, dass du allein schon vorgesorgt hast, heißt das, wenn es möglich ist, du nichts mehr zu tun hast. Das heißt, so, es ist irgendwann möglich und dann bist du so, klick, hab alles. Und wir sind dann so, yay, jetzt können wir endlich das machen. Oh hey, wenn du Bock drauf hast. Ich find's nur so krass, dass du etwas machst, was wahrscheinlich gar nichts bringt. Es gibt auch so viele andere, allein Ribbon Master Challenge ist so viel cooler. Aber die magst du ja nicht. Shiny blieb, glaube ich, Shiny, aber es war halt rechnerisch nicht möglich, dass du nach dem Upload ein Shiny bekommst oder so. Also Shiny bleibt Shiny. Also was heißt Shiny bleibt Shiny? Es kann halt sein, dass das Shiny, was du dir in Gen 1 errechnet hast, gar nicht wirklich Shiny ist, weil die IVs sich noch beim Level-Up genug ändern, dass es nicht mehr Shiny ist. Aber wenn du ein Pokémon bekommst in Gen 1 und du bringst es auf Level 50 und checkst dann die Stats, dann ist es eigentlich 99,9% Shiny in Bank und Home. Deswegen natürlich, wenn man einen Shiny finden würde auf einer Gen 1 Cartridge, kann man erst 100% sicher sein, dass es wirklich Shiny ist, wenn man es auf Level 50 hochgelevelt hat. Es hat nichts damit zu tun, dass es die Shininess verliert oder sowas, sondern einfach die tatsächlichen Stats sind halt erst enthüllt, wenn es mindestens auf Level 50 ist. Ich hab doch gerade was gesammelt. Hab ich nichts gesammelt? Sag mir. Das Problem, wenn man nicht liest. Ich dachte, eins von den Items, die ich aufgehoben habe, war der Schlüssel. Resettest Xerneas in Usum? Geht es überhaupt in Usum? Ich
Da ist noch ein Item. Ach ja. Ich muss jetzt wieder erst in ein anderes Haus. Ach ja. Schleiede. Ach, Wurmlöchern. Ach ja. Ich versuch's viel zu lesen, aber manchmal ist es halt zu schnell. Schleiede ist doch... Nee, das ist Sonneweg. Wo war nochmal Schleiede? Blitzach? Hey, wo war das? Hier? Ach ja, ich bin in Schleiede. Achso, ich muss in das große Gebäude jetzt. Ich erinnere mich. Ich entschuldige mich für gar nichts. Mir ist die Story von Pokémon-Spielen schon immer egal gewesen. Ich will, dass es wieder so ist wie in Gen 1, dass man einfach Schritt für Schritt durch die ganzen Städte durchgeht. Nix Backtracking, einfach A, B, C, D. Und alles ist gut. Hallo Dan. Aber... Ah ja, okay. Wärst du jetzt auch noch so lost in Smaragd nach 4-mal durchspielen? Smaragd konnte ich dann irgendwann, ja. Außerdem bin ich mal gar nicht mal so lost. Beim ersten Mal war ich lost. Weil dieser Ablauf von dieser Geschichte hier macht sowas von keinen Sinn. Es macht schon Sinn, aber es ist so komplex. Es ist eben nicht einfach so, dass man von Arena zu Arena geht, sondern man muss so krass auf den verschiedenen Städten hin und her und alles ist ein Kreis, aber kein Kreis. Schrecklich. Kommt noch ein Arena-Leiter. Ja, und? Ich habe 5 Minuten Schleiede gesucht. Ey, ich habe die Karte aufgemacht, habe alles abgecheckt und festgestellt, dass ich in Schleiede bin. 5 Minuten. Ich hatte in Erinnerung, dass ich halt raus muss und zu einer anderen Stadt muss. Aber es war keine andere Stadt. Entschuldigung. Wie dumm ist dieses Panferno? Hallo? Welche Story? In Gen 1 konnte man das vielleicht noch so nennen. Hä? Die Pokémon-Spiele haben immer mehr Story gekriegt. Gen 1 hatte am wenigsten Story. Deswegen mochte ich es ja so. Du bist jetzt bei 10 weiblichen Mankeys und einem männlichen? Ja, dann fang nochmal 10. Den Kraterberg komme ich easy. Das weiß ich inzwischen, wo ich da lang muss. Es gibt jetzt einen Gen 1 Patch, du meinst den es seit 5 Monaten gibt.
Klar, klar kenne ich das. Aber es ist halt ein Hack. Sobald ich jetzt nur auf einer ROM spielen kann und nicht auf meinem Originalspiel, kann ich damit nichts anfangen. Die Zeiten von Gen 1 ist jetzt. Virtuelle Konsole auf dem 3DS? Ja, aber die ROM ist nicht die originale ROM. Du lädst dir eine ROM runter, die jemand modifiziert hat. Die du nur spielen kannst, wenn du einen gemoddeten DS hast. Und ich stelle es, es ist schon cool, aber ich habe keinen Spaß daran, Gen 1 zu shiny haben. Ich meine, das habe ich hinter mir. Was ist deine Lieblings-Gen? Nummer 13. Oh mein Gott, sie haben sich vermehrt. Minions. Was denkst du, wie lange braucht man alle Titel nur auf Shinies zu finden? Du meinst Shiny Origin Decks? Achso, Titel, Zeichen. Titel gibt's nicht. Es gibt Zeichen und Schleifen. Schleifen? Zeichen. Titel ist das, was Zeichen und Schleifen einem geben. ich dachte, du meinst Pokémon-Titel. Ich kann nur sagen, hast du das Video gesehen? Ich habe für die 53 Titel, ich habe 0 Shinies gefunden. Bänder und Zeichen, genau. Ich habe während den 53 Zeichen 0 Shinies gefunden. Kein einziges Shiny. Kein Shiny Sepa. Kein einziges. Ich habe gesucht, aber vergessen zu finden. Also, Dan, Dankeschön für 3 Monate. In Advanced. Dan hat 3 Monate in Advanced, also die nächsten 3 Monate abonniert. Dankeschön, Dan. Also, wie soll ich... Ich weiß nicht, also alle Zeichen finden als Shiny? Ich glaube, das ist so eine Sache, an der du Jahre sitzt. Wie ich in dem Video gesagt habe, du hast halt... Wenn du alle Zeichen schon gefunden hast, fehlt dir immer noch eins. Und was war die Chance für ein Zeichen? 0,07, glaube ich. 0,07%. Und das rechnest du jetzt damit 1 zu... Keine Ahnung, du müsstest wahrscheinlich einen Ausbruch suchen davon. Dann kannst du damit 1 zu 500 rein. 1 zu 500 mal 0,07%. Dann brauchst du auch noch immer Gewürze, weil du musst Titelkraft... und Schillerkraft zusammentun. Dafür brauchst du, glaube ich, mindestens 2 Gewürze pro Rezept. Also ich würde mal behaupten, alle Zeichen in Shiny zu haben, danach zu suchen. Kann sein, dass man alle seine 1000 Shinies durchgeht und zufällig alle Zeichen hat. Aber wenn man aktiv danach sucht, Jahre dauert das, glaube ich. Seit wann gibt es Zeichen in Pokémon? Seit Gen 8. Immer die Zeichen Event Outbreaks mitnehmen. Stimmt, ja, dann. Aber das ist halt immer ein anderes Pokémon dann. Da musst du dann akzeptieren, was dir Game Freak für einen Mon gibt. Gen 13 war doch XY, oder? Nee. Body check. Ich suchte deine Videos nun schon länger auf YouTube und feiere auch deine Originex-Videos. Jetzt war es mal Zeit, hier bei Twitch vorbeizuschauen. Dankeschön. Komm ich noch mein Spirit angezeigt? Ja. Du bist ein Liliep. Liliep.
Na, wie viel Pokémon haben die? Was ist dein Lieblingsstarter? Nummer 74. Du hattest Lilip schon? Wie viel hast du? Wie viele verschiedene hast du schon? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du doppelte kriegst, ist, glaube ich, immer noch unwahrscheinlicher, als dass du ein neues kriegst. Mit Strubbelohr. Du hast 151 verschiedene Spirits schon. Hast du mitgezählt, wie viele du doppelt hattest? Ich erinnere mich, glaube ich, dass du dreimal gesagt hast, habe ich schon. Merkt ihr eigentlich, wie ich die richtigen Teleporter jedes Mal First Try nehme? Merkt ihr das? Der Leo hat keine Ahnung, wo er langgehen muss. Hahaha, ich habe jeden Teleporter First Try perfekt genommen. Aus Erinnerung. Gen 4 Main, eben. Scripted. Deswegen spielst du nochmal Platin, wegen dem zweiten Shaman. Spiel durch Spiel, nationalen Decks holen, DNS-Glitch machen, Professor Eichs Brief holen, Shaman im Pokéball fangen und Gen 4 Origin Dex ist fertig. Aber dauert noch ein bisschen. Und dann will ich trotzdem noch die drei Legis auf Level 1 ausbrüten. Der sieht ein bisschen aus wie ein Zombie gerade. Dann Shiny Shaman in Gen 4, damit du deins zurückkriegst. Shiny Darkrai Gen 4. Aber davor müssen wir noch andere Sachen machen. Spud, du bist ja crazy. Habe ich Darkrai gesagt? Ich meine Giratina. Die beiden, ey, immer verwechsel ich die. Giratina meine ich. Giratina Shiny Hand. Du willst es eh mit deinem OT irgendwann haben? Ja, Jahre. In Jahren. Ist Giratina nicht okay? Wenn es ein Remake von BDSP gibt, genau. Und was wetten wir, dass es auf der gleichen Engine basiert und der gleiche Code ist? Hab in BD auch Giratina gemacht. Aber es ist so gruselig. Wir müssen uns nicht jedes Mal die Cutscene anschauen, oder? Wie es dann so gruselig aus dem Boden kommt. Kann ich nicht mehr schlafen. Ich lese. Meisterball. Den wir nicht benutzen werden. Gibt's hier eigentlich Duplikationsglitches? Stimmt, oder? Ganz tolles Projekt. Dankeschön, Luise. Dankeschön. Gehen wir jetzt schon in den Keller? Ja, ne? Ich weiß gar nicht mehr, muss ich da lang oder muss ich da lang? Ich weiß es. Ich muss hier lang. Um ein Item zu kriegen. Das ist schon weg. Das habe ich mir vorhin schon geholt. Ich wollte nur gucken, ob es wirklich weg ist. Ich muss nämlich nach hier. Ich weiß es. Jetzt bin ich im Keller. Und finde die drei Seegeister.
schmeiß ihn weg, damit wir uns sicher sein können, dass du nicht schummelst. Heilst du mich nicht sogar? Ich glaube, letztes Mal hatte ich das Problem, dass ich hier gestorben bin. Weil ich war mit meinen Pokémon am Ende hier. Aber jetzt gerade geht's uns noch gut. Du hast 10 Shiny Armigento schon? Bist du des Wahnsinns? Wie soll ich mit dem Meisterball schummeln? Würde man es nicht sehr deutlich sehen in Pokémon Home, wenn ich einfach so dann Arceus im Meisterball habe? Ich bin der Wahnsinn. Steinkante! Damals in hier Safronia City, die ganzen Teleporter in Team Rockets Hideout und sowas. Ich konnte die in meiner Kindheit dann so perfekt auswendig, weil ich die Komplettlösung hatte und alles. Ich konnte die richtig gut. Und dann als ich jetzt hier letztes Jahr Origin Dex gemacht habe, Gen 1, hatte ich immer noch so leicht verschwommen im Kopf, wo ich hin muss, welcher Teleporter wohin führt. Weil das ist eigentlich voll einfach. Du musst auf ein gewisses Stockwerk einen einzigen nehmen. Und dann bist du direkt bei Gary. Warum ist das so stark? Aber trotzdem habe ich dieses eine Teleporterfeld. Jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß, ich muss zu dem, der das eine da links macht, reinmacht und dann wieder. Jetzt wüsste ich es wieder, wie ich in Gen 1 in Team Rocket Space mich zurechtfinde. Aber ich musste echt nachschauen wieder. 20 Jahre später. So gut blieb's doch nicht im Kopf. Warum habe ich gegen den verloren letztes Mal? Oder war da hat nicht der Typ daneben dran auch noch mit mir gekämpft jetzt? Nee, der nicht. Gott, dann muss ich wieder durch diese Zwiebel durch. Die hat mich doch, erinnert ihr euch noch? Die hat mich so fertig gemacht. Wie ich dauernd in dieses falsche Ding rübergesprungen bin. Den falschen Hüpfer genommen habe und dann bin ich wirklich 5-mal den gleichen Weg gegangen, bis ich endlich den richtigen genommen habe. Das war schlimm. Ist auch echt arschig, ja, weil wenn du einfach einen Pixel weiter runter gehst, bist du ganz woanders und musst alles nochmal machen. Okay, jetzt ist die... Wo muss ich jetzt hin? Erstmal heilen. Ich glaube, jetzt kann ich nach Sonnewick. Wenn der Typ jetzt immer noch Nein sagt... Ich meine, ich habe gerade die Welt gerettet. Glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau, was Team Galactic eigentlich machen will. Ich fände es nur wieder so ein Quatsch. Team Galactic hat einfach drei dieser mächtigen drei Seegeister und dann kommt so ein kleines Kind. Und er zeigt mir auch noch den Weg runter in den Keller. Und dann drücke ich einfach auf den Knopf und alles ist wieder gut. Und sie wehren sich noch nicht mal. Kraterberg? Sicher? Ich muss zum Kraterberg jetzt? Warum muss ich denn jetzt schon wieder zum Kraterberg? Kommt jetzt zuerst Giratina? Wegen Platin? Das gibt's auch immer, die Texte. Ja, jeder skippt die Texte. Sicher, ich muss zum Kraterberg. Erst Giratina. Kommt jetzt schon Giratina. Naja, stimmt. Wir müssen Cyrus ja folgen. Wie spät haben wir? 17.38 Uhr. Näher ran. Oh, bringt ja gar nichts.
Raderberg ist Herzhofen nach links und hoch. Oder hier, aber hier geht's nach da. Okay, wir müssen hier lang. Alles gut. Du hast über ein Shiny drüber resettet. Dave! Du hast zu viele Shinies. Du siehst so viele Shinies, dass du nicht mal bemerkst, wenn du eins siehst. Das macht Sinn, oder? In welchem Land wohnst du? Ich wohne in Irland. 17.39 Uhr. Die Zeit rennt. Warte mal, ich habe hier nichts besiegt. Ich habe Angst vor den... Ah, ich will jetzt übrigens einen VOD-Channel machen auf YouTube. Also einfach Leo's Mind VODs. Wo ich einfach den kompletten Stream hochlade. Ich zeige ihn euch, wenn ich soweit bin. Sehr geile Idee. Naja, Idee ist es jetzt nicht. Ist jetzt keine großartige Idee. Ich weiß nur noch nicht. Also doch, ja, ich weiß halt noch nicht. Ich kann sein, dass ich das einfach wieder sein lasse. Weil es zu viel Arbeit ist. Und ich weiß auch nicht, wie jemand mir die Arbeit abnehmen könnte. Damals immer schön geprägt, dass es nutzlos ist. Nutzlos habe ich wahrscheinlich nicht gesagt. Ich habe aber wahrscheinlich gesagt, was ich immer noch sage, dass der Aufwand sich nicht lohnt für die Belohnung. Es ist ein höherer Aufwand, als dass man was davon hat. Was ist das hässlichste Pokémon in deiner Meinung? In meiner Meinung ist das hässlichste Pokémon Nummer 497. Ja, in BDSP musst du das Steuerkreuz nehmen. Aber das musst du hier eigentlich auch machen. Du findest, Miltank ist das hässlichste Pokémon? Was? Das kann ich nicht durchgehen lassen. Miltank, das hässlichste Pokémon finden. Das... In 10 Minuten... Kannst du nochmal überdenken. Du hast jetzt 10 Minuten Zeit zu überdenken, was du gerade gesagt hast. Du kannst Big Titty Cow nicht hässlich bezeichnen. Es ist eines der perfektesten Pokémon. Voll mit Shiny. Ist Serpiroyal 497? Serpiroyal ist sogar eins meiner Lieblings-Pokémon. Whoops. Der arme Junge. Oh nein, der arme Junge. Muss 10 Minuten lang nicht schreiben und muss hinterfragen, warum Miltank doch eines der besten ist. Ich sollte schon längst so viel Topschutz gekauft haben. Bin auf sein Referat gespannt. Ja, bitte an die Tafel gehen. Und 30 Mal schreiben, warum. Also ich hätte gerne jetzt einfach zwei DIN A4 Seiten voll mit, warum Miltank eines der besten Pokémon ist. Vom Design her, vom Kampf her und von der Story her. Hallo Mudercraft. Mudercraft. Hast du Nummer 197 gesagt? Nee, ich habe 497. Nee, ich habe... Doch, ich habe 497 gesagt. Was ist 197? Ich bin falsch. Ich muss hoch. Oder? Ich muss hoch. Ach, Tara. Ey, ich habe ein Händchen dafür. Schnell.
Ich sehe gerade Bart Simpson vor mir im Intro. Ja, eben, da habe ich auch dran gedacht. Ich darf Miltank nicht hässlich nennen. Nein, nein, nein. Es geht nicht darum, wie man Miltank nennt. Man muss der Überzeugung davon sein, dass Miltank eines der Besten ist. Es bringt mir nichts, wenn du sagst, Miltank ist nicht hässlich, wenn du immer noch denkst, dass es hässlich ist. Ich will hier Überzeugung. Ich will Brainwash. Ihr seid hier hoffentlich alle der Meinung, dass Miltank ein großartiges Mon ist. Ich weiß nicht mehr, was Bart geschrieben hat, aber es war immer was anderes. Natürlich. Korrekt. Wie kann man was gegen Miltank haben? Es ist so süß. Es hat alles, was ein Mann begehrt. Fleisch. Hat dir jemand nicht mit Schutz vorgesagt? Nope, ich renne durch. Anscheinend nicht gut genug, denn ich werde die ganze Zeit vom Rennen abgehalten. Es gibt hier keine eigene Meinung. Es gibt nur meine Meinung, genau. Genau, es könnten ja Shinies kommen. Sehr guter Einwand. Ich meine, in Gen 3 habe ich einen zufälligen Shiny gefunden. In Gen 2 habe ich einen zufälligen Shiny gefunden. Eigentlich müssen wir hier echt noch einen zufälligen Shiny finden. Oh, verdammt, eigentlich muss ich halt echt hier eins finden. Beziehungsweise ich hätte... Oh nein, ich muss wieder runter. Einen kleinen Fehler habe ich doch letztes Mal auch gemacht. Ich bin komplett ohne Tränke hier jetzt gerade hoch. Und es wird hier ziemlich hart, weil super viele Kämpfe kommen. Und am Ende stand ich da oben in der Zwiewelt und war komplett am Arsch und konnte nichts mehr machen. Und vor allem ist da ja ein Giratina-Kampf da drin. Und als Giratina will ich ja Shiny hunten. Deswegen, ich muss allein wegen Giratina schon sau viele... Wie heißt die Welt? Zwiewelt, Zwielichtwelt. Allein wegen Giratina muss ich ja schon so viele Bälle mitnehmen. Welcher Ball passt zu Giratina? Eigentlich Luxusball. Zerwelt, ist das Gleiche. Zwiewiwelt. Welcher Ball passt zu Shiny Giratina? Luxusball, oder? Aber gibt's hier Luxusbälle? Oh, will ich jetzt da echt hochgehen? Weil ich werde wieder runter müssen. Ich habe nichts dabei. Aber ich kann trotzdem schon mal alle besiegen. Es gibt hier Luxusbälle. Und sind die einfach kaufbar? Flottball? Ich nehme noch keinen Flottball für Giratina. Ich bin falsch. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Aber Luxusball ist halt auch schwer, dass er da drin bleibt. Ab Gen 4 müssen die kaufbar sein. Aber hier schon oder erst in Sonneweg oder erst... Vielleicht auch erst später bei... Nicht hier richtig? Aber nicht hier richtig? Ja, ich bin richtig. Bin ich richtig? Ich glaube auch, dass es noch nicht geht. Aber kann ich nicht... Hier, ihr Profis. Muss ich, wenn ich Shiny Giratina hunten will, wo hunte ich das am besten? In der Zerwelt? Ja, hier gehe ich weg. Ich weiß, was weiß. Ja, ich muss nie wieder rein eigentlich. Also so gut wie nicht. Wie war nochmal der Weg? Hier. Kann ich nicht Giratina, wenn ich hier, also wenn ich hier jetzt in der Zerwelt Giratina in Ruhe lasse, also einfach
besiege, glaube ich. Kann ich dann nicht, nachdem ich Champ geworden bin, kann ich da doch nochmal rein, oder? Muss ich Giratina wirklich jetzt shiny hunten? Also stehe ich jetzt vor dem einen und einzigen Giratina? Oder, ja, ich kann wie Palkia und Dialga, kann ich nach Champ wieder neu encountern. Ist dann da oben immer noch das Loch zur Zerrwelt? Entschuldigung, Zwiebelt. Nicht in der Origin-Form. Das ist ja egal. Ich krieg's ja eh nicht in der Zwielicht-Form. Ich krieg's ja eh nicht in der Origin-Form in Home. Hast du einen Lieblings-Legend-Shiny? Ja, Nummer 74. In der anderen Höhle fange ich's, okay. Höhle der Umkehr. Ach, da, wo ich weiß, wo man rauskommt, nachdem man irgendwas gemacht hat. Da gibt's so ein kleines... Ich glaube, ich weiß sogar, wo die ist. Okay. Aber wenn man so Shiny Hunter sich anschaut, wo hunten die das? In der Zerrwelt oder später? Kann ja sein, dass es irgendwie Vor- und Nachteile gibt. Außer die Zwielichtform. Also die Origin-Form. Ist es nicht sogar schwerer, wenn es die Origin-Form hat? Also ist es stärker in der Origin-Form doch. Da wo Giratina ein Diamant und Perl wäre, genau. Dann ist es noch schwerer, weil es Level 70 ist. Aber Level haben keinen Einfluss auf, also zumindest auf die Fangrate haben Level keinen Einfluss. Aber es hat darauf natürlich Einfluss, wie schnell es mich killt. Okay. Also ich will auf jeden Fall zuerst Shaman machen, weil ich will Giratina noch nicht shiny hunten. Ich glaube, ich mache mir hier ein Backup-Save vor Giratina in der Zerrwelt. Und dann für später irgendwann... Mal gucken, ob ich das dann nehme oder das dann danach. In Platin sollte es immer Level 47 sein, auch danach. Aber es ist cool, wenn es die Originalform ist. Ja, aber es verliert die Originalform sofort, wenn ich es übertrage. Es ist natürlich cooler, im Kampf die Originalform zu sehen, aber es... Am Ende ist egal. In der Zerrwelt bin ich halt so krass gefangen, wenn ich da drin stehe. Kann nichts anderes in der Zeit machen. Dann bekämpfe ich die jetzt da oben noch und dann war es das für heute, weil dann muss ich wieder runtergehen, muss mir Zeug kaufen und dann wieder hochkraxeln, aber mit Topschutz dann. Wie viel Geld habe ich? $188,000, okay. Damit kann ich ein paar Bälle kaufen und ein paar Topschutz. Macht Leo sich eine Pizza? Nein. Wie vorhin erzählt, heute wird Butter Chicken gekocht. Das Fleisch, das Chicken, mariniert schon im Kühlschrank. Und nein, ich werde kein Bild davon machen. Weil es sieht aus wie Kotze, aber es schmeckt großartig. Wie sehr gute Kotze. 4 Sterne. Ich kenne den Bug gar nicht, Savage. Was ist das? Butter Chicken? Leute, ihr müsst mal mehr außerhalb von eurer Comfort Zone essen.
Butter Chicken. Gibt es vom Endergebnis ein Foto? Nein. Ich fotografiere nie Essen. Essen sieht nie gut aus, wenn man es fotografiert. Außer es ist irgend so ein 5-Sterne-Essen. Butter Chicken ist, ich habe sogar in Delhi, in Indien, angeblich, kann jeder behaupten natürlich, in dem Restaurant Butter Chicken gegessen, die Butter Chicken erfunden haben. Hat das euer Restaurant gesagt. Aber man kann viel sagen, wenn der Tag lang ist. Butter Chicken ist einfach ein indisches Curry. Bestehend aus Tomaten, Joghurt, Hühnchen und ganz vielen Gewürzen. Ich liebe deutsches Essen, weil deutsches Essen halt auch super deftig ist. Und dieses Deftige ist einfach so geil. Aber im Endeffekt ist das deutsches Essen. Fett, Fleisch und noch irgendwas Kartoffelartiges dazu. Und ich vermisse es manchmal, weil ich krieg, sowas gibt's hier nicht. Ich kann hier keinen Leberkäse gibt's hier nicht oder keinen Nürnberger oder Spätzle oder irgendwas gibt's hier alles nicht. Schnitzel. Kann man dir Nürnberger schicken? Wenn du dir sicher bist, dass die nach einer Woche nicht schlecht sind. Hier gibt's einen Nürnberger zu kaufen. Ich rede davon richtig im Lokal schön, das alles zu essen. Kochen kann man alles. Ich krieg sicher aus Leberkäse. Im Lidl gibt's Nürnberger hier. Gibt beim Lidl immer so eine, nicht so eine deutsche Abteilung, das ist eher so eine, keine Ahnung, wie die nennen. So eine Special Spezialangebote, aber nicht im Sinne von Preis, sondern halt spezielle Sachen. Und da sind immer Nürnberger, Weißwürste, Spätzle und sowas. Ich rede davon im Restaurant, das richtig zu essen halt. Per Express dann schon, na, wäre ich mir nicht sicher. Hallo Nick. Ja, ich habe jetzt auch, wo ich das, also ich mache ein Transfervideo gerade, also ich erkläre jede Gen, wie man alles transferiert und alle Besonderheiten. Und da habe ich gar keine Übersicht mehr jetzt für Gen 5. Für Gen 4 habe ich noch eine Übersicht, wegen Ranger, wegen Farm, Ranch und so weiter. Aber bei Gen 5 ist es einfach nur, ja, du hast die Spiele und du tauscht hin und her und alles ist gut. Deswegen 5, 6, 7 wird, glaube ich, kein Problem. Es gibt halt einfach keine Besonderheiten mehr dann. Es gibt schon auch Besonderheiten, aber die sind nicht. Das Besonderste wird wahrscheinlich sein, wie Vior mit 3 verschiedenen DSen zu spielen. Wie findest du, dass es so viele Schwarzblenden in Capo gibt? Tristan, was soll ich auf so eine Frage antworten? Von was redest du? Was redest du? Du musst nicht jeder deiner Nachrichten muss eine Frage sein. Was für Schwarzblenden? Hier ist auch die Schwarzblende. Schwarzblende ist was ganz Normales. Was für überhaupt? In Capo gibt's überhaupt gar keine Schwarzblenden. Hä? Das Spiel ist Open World, da gibt's nicht mal Ladebildschirme. Und wo ist überhaupt Anubis? Ich konnte 10 Minuten nicht schreiben, ich muss den Stream verlassen und irgendwo hingehen, wo ich schreiben kann. Oh mein Gott, Ketemio, du bist ein Pantimimi.
Und Fast Guy, du bist ein... Das da... Das da bist du... Hast du dir jetzt einen japanischen USDS geholt? Nö. Stellst du die Region um mit Tricks? Ich bin in Gen 4 im Moment, Dave. Ich weiß nicht, was ich in Gen 6 mache. Toxipet, dummer Name. Wir warten gespannt auf den Vortrag, warum Miltank ein großartiges Pokémon ist. Ja, wo ist Anubis? Rani, du bist ein Magneton. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, du wolltest das schon immer. Dann haben wir Black mit einem Molunk. Und Captain V-God mit einem Strawickel. So, jetzt haben wir es gleich. Jetzt ist ja noch ein Doppelkampf. Langsam habe ich keine Attacken mehr. Surfer wäre eigentlich geil, aber ich habe keinen Surfer mehr. Alles gut, Dave, alles gut. Irgendwie im Endeffekt fände ich es auch blöd, wenn ich dann im Video sage, und dann hat jemand anderes das für mich gemacht. Auf der anderen Seite will ich natürlich nicht noch 2 DS kaufen. Auf der anderen Seite... Wir haben 3 Seiten schon. Will ich nicht. Aber schon. Aber auch. Ja. Keine Ahnung, mal schauen. Gengar ist so lila. Knackrack ist so blau. Es ist doch gar nicht Mittwoch. Es ist doch gar nicht Mittwoch. Hallo Melli. Dankeschön für den Raid. Ja, es sind 3 Vivillons, die ich mit 2 DS holen muss. Es sind halt echt nur 3 Formen. Japanisch, amerikanisch und... Ich glaube, Amerika hat 2. Oder Japan hat 2. Ich glaube... Oder australisch? Aber australisch ist immer EU eigentlich. US hat 2. Das Savannenmuster und das New York-Muster, glaube ich. Also das, was so modern. Modernes Muster und Savannenmuster, glaube ich. Aber Savanne könnte vielleicht auch Afrika sein. Nee, nicht Savanne, das hieß Archipel. Ich glaube, das Archipel-Muster war Amerika. Ulnat, dankeschön für 5 Monate. Ulnat. Das, was aussieht wie die Brasilien-Flagge. Echt? Es sind so viele Kämpfe hintereinander. Brasilien wäre ja Gift, Grün und Blau. Egal. Auf jeden Fall. Eins davon. Und spielt ihr noch Palworld? Happens hat aufgehört. Marco hat aufgehört. Dave hat's nie gespielt. Rani eh nicht. Ich glaube, Captain V-God hat mal ein bisschen Palworld gespielt. Savannenmuster sieht aus wie der Flottball. Das ist doch nicht Savanne. Ich dachte... Ach doch, stimmt.
Und das ist Amerika. Das Savannenmuster ist Amerika? Dann ist es das auf jeden Fall. Warum hast du immer einen Fax, so Mann? Nick hat's auch nicht gespielt. Happens spielt wieder Temtem. Ich spiele noch mit meinen Leuten, zocken zu sechst das Game. Zu sechst auf einem Server dann, oder? Weil man kann ja nur zu viert spielen. Kronk spielt noch. Ja, der macht nichts anderes irgendwie. Obwohl das Enshrouded ja auch draußen ist. Und Enshrouded sieht so viel krasser aus. Hat jemand von euch Enshrouded ausprobiert? Ich habe mir noch den Sattel geholt für Jet Dragon. Habe ich mir noch den Sattel geholt, was ein krasser Grind war. Mit der Hoffnung, dass ich dann mit den Raketen den Boss besiegen kann. Nö. Keine Chance. Da habe ich mir Videos angeschaut, wie man den letzten Boss besiegt, weil ich halt das Achievement brauche. Weil dadurch, dass ich die gefangen habe mit dem Glitch, kriegt man das Achievement nicht, weil man es nicht besiegt hat. Und der letzte Boss ist echt hart. Weil er so viel Leben hat. Und halt all die Tutorials machen so, dass halt der Charakter wirklich aufgelevelt ist mit einem riesigen Raketenwerfer. Und der Raketenwerfer macht dann sau viel Schaden. Und dann schafft man es gerade so, ihn zu besiegen. Oder ne, ich werde jetzt das Spiel nicht noch so lang grinden, bis ich die perfekte Rüstung und die perfekte Waffe habe. Nur um das letzte Achievement zu holen. Irgendwann kommen so viele Updates, dass der Boss wahrscheinlich sau einfach zu besiegen ist. Ja klar, Survival Games sind nicht meins, ich spiele jetzt Enshrouded. Vielleicht habe ich ja nicht mit dir geredet. Gar nicht mitbekommen. Enshrouded, das ist ein deutsches Survival Game. Eigentlich so wie halt, ne, du baust deine Base. Du besiegst Monster. Der Trailer sieht ziemlich geil aus. Der Dragon sieht aus wie ein Brutalander. Ja, oder Latias und Latias. Marikos, mein Tipp ist so, wie ich es im Video gemacht habe. Das kennst du ja. Das hast du ja nur 20 Mal gesehen. Bist du sicher, dass du Latias getriggert hast? Also, ne, in Smaragd ist es im Fernseher, und in den anderen beiden ist es am Ende beim Spiel automatisch. Du hast blau angeklickt. Okay, und du weißt, das ist Level 40. Oder sogar 50? Wie war das? Ne, 40. Das heißt, du hast ein Mon im Team, das Level 39 ist. Wohin genau ist auch Level 40? Muss es nicht 39 sein? Hallo Narbero, Narbor ist Gerudo. Ah, hi. 40 ist okay. Ich wurde gerade schwach. Ich dachte, ist 40 okay? Ich hatte, glaube ich, auch 40. Wenn ich im Video 40 hatte, auf jeden Fall, klar. Aber es war gerade nur hinterfragen, vielleicht liegt es daran. Aber ja, dann hast du halt einfach Pech. Ich meine, ich habe auch lange gesucht. Halbe Stunde. Oh mein Gott, sind es etwa Giratina und Palkia? Dialga und Palkia? Oder ist es eine Grinsekatze? Nein. Oh mein Gott, Musik. Dialga, Palkia. Eine Doppelspirale aus Raum und Zeit gibt dieser Welt ihre Form. Ja, genau, die beiden Elemente, über die ihr die Macht habt. Ihr werdet mir gehorchen, eure Fähigkeiten werden mir gehören. Mit meiner Macht, no one cares. Keiner kümmert sich um deine Wahnvorstellungen.
Sieht schon cool aus, wenn man es so spielt. Sieht schon cool aus. Ja, die eine Stelle, wo sich das so über die Welt drüber zieht, das ist tatsächlich ziemlich krass gut. Höchst interessant. Ist viel zu brutal. Ist viel zu... Hallo? Ist ein Kinderspiel. Es ist auch sehr gut, die Stelle. Geh rein. Vesprit. Okay, meine Lieben, das war es für heute. Ich könnte noch länger machen, aber da ich da jetzt rein muss, dauert es da drin ziemlich lange. Und zusätzlich muss ich eigentlich nochmal runter und Bälle holen, weil ich vielleicht Giratina ja hier shiny hunten will an der Stelle. Und. Deswegen, hier ist jetzt der bessere Ort, um aufzuhören. Aber wir machen da am... Ich weiß nicht, ob wir am Mittwoch hier weitermachen. Am Dienstag, also morgen, mache ich erstmal das fette Transfervideo. Das ist ein Haufen Arbeit. Ich hoffe, ich habe alles. Immer noch auf Discord habe ich ja so eine Ankündigung geschrieben. Wenn euch irgendwas einfällt, was zwischen Gen 1 und 7 irgendwie besonders ist, was Transferieren anbelangt, wie zum Beispiel Strobel oder Pichu kann man nicht übertragen, Shaman kann man nicht übertragen, wenn man den Void Glitch macht, solche Sachen, einfach irgendwas Besonderes, was Transferieren anbelangt. Natürlich die Demo, hat Ash Quajutsu, solche Sachen, ne? Irgendetwas, was euch einfällt, was der Leo vielleicht vergessen könnte, weil es so krass besonders ist. Was irgendwas zu tun hat mit Transportieren zwischen Gen 1 und 7 auf Home. Sagt es mir, schreibt es auf den Discord, edit mich. Ich will alles, ich will nichts im Video vergessen. Nicht so schlimm, wenn, dann wird es einfach unter das Video drunter geschrieben. Sachen einfach, die noch rausgefunden werden. Aber dieses Video soll quasi alles beinhalten. Cosplay Pikachu habe ich auch, ja. Cosplay Pikachu habe ich auch. Ja. Es ist halt schwierig, diese Sachen zu finden, weil es gibt keinen Guide, wo das alles steht, weil ich den quasi mache. Man muss sich halt diese Informationen, man muss halt auf die Idee kommen, es hinterfragen und nachschauen, ob es so ist. Aber auf Sachen, die ich nicht kommen kann, komme ich halt nicht. Macht an der besten Stelle schon wieder Schluss. Oh nein. Okay. Vielen Dank fürs Dasein. Ich bin unser Guide, genau. Ich bin der Führer. Okay. Ich führe euch durch die Transferoptionen von Pokémon. Danke fürs Zuschauen. Danke DJ The Fusion für dein Prime. Dankeschön, Dankeschön. Wir sehen uns Mittwoch wieder. Da machen wir wahrscheinlich hier weiter und spielen das Spiel durch. Ich sollte das Spiel mit meinen Pokémon durchspielen können, glaube ich, weil es sind die gleichen Pokémon, mit denen ich Cynthia besiegt habe. Also ich sollte, glaube ich, nichts grinden müssen. Glaube ich. Und Bussi. Und bis zum nächsten Mal. Bis Mittwoch.